Müller. Ich schicke es gleich voraus. Mein Schwerpunkt ist eigentlich Weinheim. Und wenn mir heute ein Weinheim rausrutscht statt Laudenbach, dann sehen Sie es mir bitte nach. Es hat nichts damit zu tun, dass ich Weinheim irgendwie besser fände als Laudenbach. Im Gegenteil, wir sind gerne hier. Und ja, so kann es dann losgehen. Am 10. November wählen Sie, die Bürger von Laudenbach, einen neuen Bürgermeister oder eine neue Bürgermeisterin. In diesem Zusammenhang, ich habe gehört, der jetzige Amtsinhaber, der noch Amtsinhaber, der Herr Lenz, ist auch unter uns. Er hat seit 1996, ja, er steht draußen. Herzliches Willkommen auch dem Herrn Lenz. Seit 96 leitet er die Geschicke von Laudenbach und geht im Februar in den wohlverdienten Ruhestand. Freuen Sie sich schon, Herr Lenz, auf den Ruhestand? Jawohl, habt ihr nichts. Wir haben alle gehört. Sehr gut. Bevor wir Ihnen nun die vier Kandidaten und eine Kandidatin ja vorstellen, die Hermann Lenz werben möchten, möchte ich Ihnen noch ein paar Informationen geben, wie der Abend heute ablaufen wird, damit Sie wissen, was Sie erwartet. Wir starten mit einer kurzen Fragerunde. Wir haben 5 Fragen vorbereitet, so eine kleine Aufwärmrunde. Und damit Sie sehen, wie gut kennen sich die eigentlich in Laudenbach aus. Ich bin gespannt, ob Sie die Antworten kennen würden. Dann haben wir 2 Diskussionsblöcke vorbereitet. Der erste, wir steigen ein mit dem Thema Jugend, mit den Jugendlichen. Was brauchen die und was wollen die Bürgermeister in Spee für die Jugendlichen tun? Anschließend interessiert uns die Ortsentwicklung in Laudenbach. Im Anschluss daran haben wir eine kleine Fragerunde. Meine Kollegen Paul Pflesterer und Sandro Furlang sind dann mit Mikros bewaffnet unterwegs. Sie melden sich kurz und können dann ihre Frage stellen. Gleich eine Bitte. Es sind 5 Kandidaten, wir haben viele Themen und deshalb bitte stellen Sie Ihre Frage kurz und präzise. Sagen Sie uns, an wen sie gerichtet ist, damit wir wirklich die vielen Themen und die vielen Positionen beleuchten können. Anschließend in der zweiten Runde, die wir drehen, geht es um das Thema Transparenz und Bürgerbeteiligung. Und dann möchten wir uns dem Thema Klima- und Umweltschutz zuwenden. Es schließt sich eine weitere Fragerunde an. Sie können dann also nochmals Fragen stellen zu den Themen, die wir schon besprochen haben oder vielleicht auch zu anderen Themen, die Sie interessieren. Und ja, dann haben wir noch einen ganz kleinen und am Ende, das darf ich nicht vergessen, am Ende hat jeder Kandidat und auch die Kandidatin nochmal Zeit, 60 Sekunden, die Uhr wird laufen, Sie können das dann an den Displays sehen, um sich und Ihr Programm vorzustellen. Da sind wir knallhart, wenn die 60 Sekunden rum sind, ist Ende. Ja, und ein letzter organisatorischer Hinweis, Sie haben alle Wahlzettel bekommen, nehme ich an, genau, wir bitten Sie, diese auszufüllen und wenn Sie rausgehen, in eine der Wahlurnen zu werfen. Darüber würden wir uns sehr freuen. Genau, vielen Dank. Und dann würde ich sagen, Hans-Peter, dann fangen wir an. Sie müssen den Wahlzettel nicht ausfüllen, wenn Sie nicht wollen. Ich habe es gerade von Ihnen gehört. Nur wer will, ist doch klar. Genau, Sie müssen nichts, es besteht kein Zwang. Aber kein Zwang. Wollte ich noch hinzufügen, also genau. Muss ja nicht einer, es kommt hier jeder raus, selbst wenn er nicht abgegeben hat. Gut. Dann kann es auch schon losgehen. Wir begrüßen auf unserem Podium Claudia Keil. Sie ist die einzige Frau, die sich um das Amt bewirbt. Sie ist 49 Jahre alt und stammt aus Laudenbach. Da kommt sie schon. Frau Keil ist Kämmerin der Gemeinde, sie kennt also die Zahlen ganz genau und wird unterstützt von der CDU. Ihren Wahlkampf hat sie unter den Slogan menschlich, kompetent, bereit für neue Wege gestellt. Herzlich willkommen hier. Guten Abend. So, die Nummer 2 in der Runde ist der Herr Michael Hafen. Er ist 51 Jahre alt, Polizeibeamter, stammt ebenfalls aus Laudenbach. Er ist parteilos und unabhängiger Kandidat und sein Wahlslogan heißt Gestalten mit dem Blick für morgen. Guten Abend, Herr Hafen. Guten Abend. Guten Abend, meine Damen und Herren. So, der Jüngste in der Runde, das ist der Herr Benjamin Köpfler. Er ist 29 Jahre alt, stammt aus Osterburgen, ist Studienrat, SPD-Mitglied, Fraktionsvorsitzender,
Bürgermeister Stellvertreter. Er tritt als unabhängiger Kandidat an, sagt er von sich, wird allerdings von SPD und den Grünen unterstützt. Sein Slogan heißt, gemeinsam Zukunft gestalten. Guten Abend, Herr Köpfler. Schönen guten Abend, hallo. So, dann bitten wir Sven Latzke zu uns aufs Podium. Er ist 47 Jahre alt, ebenfalls aus Laudenbach, da kommt er schon. Er arbeitet als IT-Techniker, ist parteilos und unabhängig. Und sein Wahlslogan heißt, denn es geht um Laudenbach. So, und der letzte in der Runde ist der Herr Christian Offner, 60 Jahre alt, ehemaliger Bankkaufmann und Wertpapierspezialist, derzeit TG Laudenbach-Vorsitzender, kennen ihn wahrscheinlich die meisten. Auch er ist parteilos und unabhängig und sein Wahlslogan heißt Neues gestalten, bewährtes erhalten. Guten Abend, Herr Offner. Jetzt brauchen wir unseren Wassertisch. So, jetzt gehen wir in das Spielchen über. Genau, soll ich helfen? So, da wären wir schon. Sie dürfen sich einfach drumherum gruppieren. Genau, jeder sucht sich einen Wasser aus. Eigentlich hatten wir die Klingel für die Frau Keil. Klingel für die Frau Keil. Also, damit wir den Platz haben. Aber das ist jetzt. So, wenn Sie startbereit sind, okay. Wollte mal ausprobieren, ob es geht. Startbereit? Ja. Dann kommt die erste Frage. Wie viele Ampeln gibt es denn in Laudenbach? Ich konnte es jetzt so genau auch nicht sehen. Was glauben Sie, wer war der Erste? Nehmen wir die Frau Keil. Frau Keil, wie viele? Die Antwort wissen wir alle. Keine. Das ist richtig. So. Nur wenn man rausfährt aus Laudenbach. Ja, die ist aber nicht mehr an. Ja. Die zweite Frage ist schon etwas verzwickter. Wie viele Brücken, die man mit Autos befahren kann, gibt es denn? Ja, Herr Latzke? Eins, zwei, drei. Ach so, sorry. Ja. Mit Autos. Ach so, ja, mit Autos, ja. Mit Autos befahren, ja. Drei Stück. Wie viel? Eins, zwei, drei. Zwei? Drei. Sie bleiben bei zwei? Zwei. Drei. Also, drei oder zwei? Drei. Drei. Das stimmt nicht ganz. Es sind nur eine zwei. Zu viel, denn die im Nordbereich gehört bereits zu Heppenheim. Ja, die gehört zu bereits zu. Das ist Heppenheimer Gemarkung, habe ich mir sagen lassen. Okay. Also knapp daneben. Das sind aber acht. So. Sind Sie bereit für die dritte Frage? Absolut. Der wievielte Rathauschef bzw. Bürgermeister in der Nachkriegszeit wird denn am 10. November gewählt? Ja, Frau Keil. Der fünfte? Nein, es ist der achte. Tatsächlich, ja. Acht Bürgermeister. Also sieben haben wir schon gehabt, der achte steht uns bevor. Jetzt müssen wir ganz genau gucken, welches ist denn das Maskottchen der Gemeinde? Frau Keil. Der Frosch? Natürlich. Was? Ja, also. Das klingelt sich schneller als oder das. Nicht? Ja. Längere Reaktion. Das war jetzt eine recht leichte Frage. Die letzte ist wieder möglicherweise etwas komplizierter oder schwieriger. Wie viele Grundschüler gibt es denn an dieser Schule, Sonnberg-Schule? Wie viele Grundschüler gibt es an dieser Schule? Sie müssen es jetzt nicht ganz genau sagen, aber schätzen. Ungefähr. Frau Keil, 250. Klingt gut. Also in 260 habe ich mir sagen lassen. Also. Ja. Gut, vielen, vielen Dank. Dann bitten wir Sie auf Platz zu nehmen. Der Tisch wird gleich. Jetzt ist es vorbei mit dem Aus Spaß wird Ernst, wie man so schön sagt.
Wir beginnen mit der Diskussionsrunde und möchten, haben wir schon gesagt, das Thema Jugend, Jugendliche gleich mal beleuchten. Wir haben 5.132 Wahlberechtigte am 10. November in Laudenbach, darunter sind 573 Erstwähler, also doch eine starke Gruppe. Herr Köpfle, wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie sind mit 29 Jahren der Jüngste in der Runde, stellen Sie sich vor, Sie sind 16, 17, leben in Laudenbach, was muss sich da ändern? Da muss ich zunächst mal ändern, dass es ja, ein Angebot für mich gibt als Jugendlicher, ein Angebot, das ich auch wahrnehmen kann außerhalb der Vereine. Ich glaube, Laudenbach hat eine ganz beeindruckende Vereinslandschaft. Neulich bei der ALV-Sitzung habe ich gesagt, also in meinem Heimatort würden da nur halb so viele Vereinsvorsitzende sitzen. Und ich glaube, dass die Vereine hier sehr, sehr gut aufgestellt sind und das Angebot für die Jugend da sehr gut ist. Aber ich höre auch von vielen, die sagen, naja, ich bin jetzt nicht so der Vereinstyp. Und da fällt mir natürlich als erstes sowas tatsächlich wie ein Jugendtreff ein, den man in Laudenbach einrichten könnte. In Hemsbach gibt es ein ganz tolles Angebot, aber da ist natürlich auch immer die Sache, naja, muss man auch erst wieder hinfahren. Und ich glaube auch, Laudenbach könnte sowas zumindest mal ausprobieren. Ich bin aber einer, der vom Typ her sagt, ich möchte ungern über die Köpfe der Jugendlichen hinweg entscheiden. Also ich möchte jetzt nicht sagen, wir brauchen jetzt einen Jugendtreff und einen Jugendgemeinderat, sondern ich möchte es gerne im Dialog mit den Jugendlichen, auf Augenhöhe mit den Jugendlichen entscheiden, weil ansonsten macht man Angebote und am Ende sind es Angebote, die gar nicht nachgefragt werden. Und deswegen habe ich ja auch alle Jugendlichen angeschrieben, alle Erstwähler angeschrieben und da auch einige Rückmeldungen erhalten und mich genau in diese Richtung gehen. Ja. Da sind Sie sich, glaube ich, alle einig, dass man die Jugendlichen mit einbeziehen sollte. Der Herr Hafen hatte auch schon einen konkreten Vorschlag für einen Jugendtreff gemacht. Ja, ich hatte, wie gesagt, so ein, zwei, drei Ideen, wo ich sage, was man machen könnte. Zum einen, wie gesagt, ein Jugendtreff, dass sie mal eine Möglichkeit haben, unter sich zu sein, sich mal auch wo aufhalten dürfen, ohne dass letztlich die Polizei ankommt und sagt, hier, ihr seid zu laut, bitte geht woanders hin und dann einmal quer durchs Dorf gewandert wird oder dass Bänke, die aufgestellt wurden, wieder entfernt würden, dass sie vom Bahnhof weggejagt werden. Irgendwo brauchen sie einen Ort, wo sie sich auch mal zurückziehen können, wo sie sich auch mal treffen können. Da hatte ich jetzt zum Beispiel eine Örtlichkeit ins Auge gefasst, sollte man später dann mit den Jugendlichen, mit dem Gemeinderat und letztlich mit dem Rathaus dann komplett besprechen, wenn man, wie gesagt, auch die Rückmeldung hat. Da wir ja gesagt haben, Transparenz ist eines der Hauptpunkte, dass man die Jugendlichen auch wirklich abholt und einbezieht und nicht irgendwas hinstellt und sagt, da habt ihr, und die sagen, wir wollen aber nicht. Stichwort war Froschcafé am Schillerplatz. Genau. Richtig, Stichwort war Froschcafé am Schillerplatz oder ein anderes Café am Schillerplatz, wo sich die Leute treffen können im Ort, alt und jung, weil wir ja gar nichts mehr haben. Der Ort ist quasi still. Ja. Zu dem Thema kommen wir nachher beim Bereich genau. Ortsentwicklung. Mhm. Der Herr Offner würde es schon gerne etwas institutionalisieren. Was ist Ihr Vorschlag zum Thema Jugendliche mitnehmen? Wie würden Sie da vorgehen? Mein Herz ist da ein bisschen zweigeteilt. Wir haben 42 Vereine im Ort. Das ist eine ganze Menge. Man muss sich also fragen, wir haben noch die Musikschule. Dann ist die Frage, ich distanziere mich da halt ein bisschen und sage, okay, was fehlt? Und vor allen Dingen, auch wenn es nice to have ist, wie wollen wir das bezahlen? Es ist ja nicht damit getan, dass wir eine Garage oder eine Hütte finden. Es sind Brandschutzvorschriften. Sie müssen Toiletten anbieten, Sie brauchen einen Sozialarbeiter. Das heißt, das wuchert natürlich schon auch finanziell gleich ein bisschen aus. Ich bin der Auffassung, dass die Vereine die Jugendlichen sehr gut abholen mit ihren Sportprogrammen. Und wie gesagt, zusammen mit der Musikschule, denke ich, haben wir da eine sehr hohe Möglichkeit, den Jugendlichen auch Treff zu bieten und sich eben auch im Sport oder sei es in der Musik auszutoben. Gut, aber es ist nicht jedermanns Sache, in den Verein zu gehen. Das muss man auch, oder Musik zu machen. Das ist mir schon bewusst. Ich sage es aber trotzdem, weil ich der Meinung bin, wir müssen halt schauen, dass das, was wir uns wünschen, dass wir das auch finanzieren können. Ja? Und von der Seite her muss ich sagen, ich habe den Haushalt gelesen. Ich möchte, was das angeht, mich nicht anschließen und sagen, ja super, machen wir, aber wir müssen es ja auch irgendwo bezahlen. Also darf ich da kurz einhaken, bitte. Wir haben es geschafft, in Laudenbach einen Kreisel zu bauen, den keiner braucht, um nur mal zurückzublicken. Ja. Mit diesem Kreisel wurden 85.000 Euro in den Sand gesetzt.
Hätte man das vorher geplant, wäre es vielleicht anders gelaufen. Dieses Geld wäre für die Jugendlichen super gewesen, dafür hätte man auch wirklich was erreichen können. Wenn wir jetzt gerade bei politischen Entscheidungen sind, könnte man ja auch sagen, wie sieht es denn aus mit einem Jugendgemeinderat für Laudenbach? Ich weiß, es gibt da unterschiedliche Auffassungen. Herr Ofner ist dafür. Frau Keil sagt, ich würde es nicht blockieren, aber es ist mir eigentlich ein zu starres Gremium dafür. Herr Latzke? Vielleicht auch noch eine Idee, wie man das Ganze bewältigen könnte. Also ich kenne das von früher her. Wir hatten eine Gaststätte gehabt, da war das getrennt. Da gab es dann Tischfußball, da gab es Billard, da gab es Dart. Ich war zum Beispiel in einem Dartverein drin gewesen, da gab es auch Meisterschaften. Und das hat auch noch im Endeffekt, hast du nebendran, hast du dann die Gaststätte gehabt, wo du dann auch dann trinken konntest. Die Gaststätte war auch bedient. Da wurde dann jung und alt zusammengeführt und das ist halt, da müsste man halt einen Investor, der dann im Endeffekt die Gaststätte oder sowas betreiben möchte, mit diesen ein bisschen lukrativer machen für das Ganze. Frau Keil, Sie wollten ja auch, wie nehmen Sie die Jugend mit? Wie wäre Ihr Vorschlag? Wir hören in den letzten Tagen eigentlich immer nur die Erwachsenen darüber reden, was die Jugendlichen brauchen. Ich finde, wir sollten die Jugendlichen selbst fragen. Ich würde ein Jugendhearing einführen, das regelmäßig stattfindet, wo man sich trifft, wo man sich unterhält, wo die Jugendlichen ihre Ideen, ihre Wünsche, ihre Anregungen anbringen könnten. Und würde auch mit den Jugendlichen zusammen über digitale Beteiligungsformen, Online-Beteiligungsformen diskutieren, um deren Wünsche zu erfahren. Wie gesagt, ein Jugendgemeinderat halte ich für zu starr und für zu bürokratisch in der heutigen Zeit, würde mich aber, wenn entsprechende Wünsche dafür da wären, nicht verschließen. Ich würde mich da größtenteils anschließen, Sie haben völlig recht, da man muss die Jugendlichen fragen, was sie möchten. Ich hatte bei meinem letzten Bürgergespräch mehrere Jugendliche da, die mir auch gesagt haben, naja, dann haben sie einen Jugendgemeinderat eingerichtet und dann lassen sich nur 5 Jugendliche aufstellen, dann müssen sie ihn wieder zumachen. Also die Peinlichkeit kann man sich dann auch ersparen. Ich finde den Vorschlag genau richtig, man muss mit den Jugendlichen sprechen und es gibt so tolle Beteiligungsmodelle, es gibt die Neuner-Räte, es gibt die Möglichkeit, was über Social Media zu machen, wo uns die Jugendlichen alle miteinander weit voraus sind. Und lassen Sie mich noch einen Satz vielleicht weiß nicht jeder, was die Neuner-Räte sind, wenn Sie das ja, sagen. Das ist auch ein Beteiligungsmodell, wo man halt einzelne Jugendliche dann, die sich in der Gemeinde engagieren, einbinden kann, die dann auch beim Gemeinderatssitzungen mit dabei sein können und so weiter. Lassen Sie mir noch einen Satz sagen zu dem Thema finanzielle Lage. Natürlich haben Sie recht, Herr Offener, das kostet Geld, ein Jugendhaus, Jugendbeteiligung und auch entsprechende Sozialarbeit dazu. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, also wenn einem die Jugendarbeit es nicht wert ist, dafür Geld auszugeben, dann weiß ich auch nicht mehr. Also da müssen wir, glaube ich, dann die Prioritäten auch ein bisschen anders setzen, weil das soll es uns auf jeden Fall wert sein. Aber bei einem Punkt muss ich Herrn Offener recht geben. Das sind halt die Punkte, das zieht sich ja alles, das muss im Endeffekt muss das Ganze verwaltet werden. Es muss im Endeffekt muss jemand eingestellt werden dafür. Das sind laufende Kosten und wir haben sehr viele Schulden auch hier in Lautenbach, die müssen ja im Endeffekt erstmal abgezahlt werden. Dann ist es vielleicht einfach zu sagen, dass man dann ein Jugendhaus einfach hinmacht. Ich sag mal, wir fangen jetzt erst einmal mit einem kleinen Happen an, was wir hier haben. Und dann, wenn wir dann wirklich so weit sind, können wir mit dem großen Happen dann weitermachen. Aber was der kleine Happen ist, habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. Also weil jetzt ja, aber das kleine Happen ist es dann. Es gibt auch durchaus, wir haben zum Beispiel in meiner Heimatstadt ein Jugendhaus, das komplett selbstverwaltet ist. Also das verwalten die Jugendlichen, klar gibt es da auch eine Aufsicht von der Gemeinde, aber da sind die Jugendlichen dafür zuständig, sind teilweise auch schon junge Erwachsene, das zu verwalten, die Schichten einzuteilen, die Schlüsselkontrolle, die Reinigung zu machen und man muss den Jugendlichen, glaube ich, auch ein bisschen Verantwortung da dann geben, das zu machen. Ich glaube, das können die. Es sollte nicht nur so sein, dass wir sagen, ja, das sollen Sie machen, sondern Sie müssen schon auch noch ein bisschen angespornt werden, auch Unterstützung kriegen, wo Sie brauchen, weil wenn Sie sich abwenden und abwandern, Sie dann zurückzuholen, wird schwierig. Dann haben wir ein echtes Problem. Ich wollte gerade noch kurz einen Zusatz, weil ich weiß es von einer Nachbargemeinde, da wurde ein Jugendhaus, was auch die Jugendlichen dort verwalten, das hat gekostet ca. 125.000 Euro. Das ist eine Größe, wo man sagen kann, das ist auch ein bisschen außerhalb vom Ort. Das ist Hirschberg, da weiß ich es definitiv. Also nur, dass man mal eine Zahl hat von der Größe. Da gab es noch einen Zuschuss über ein Landesprogramm. Also
Jetzt kann man diskutieren, ist das jetzt eine hohe Summe oder ist es uns das wert? Weil Jugendhaus kann man ja vielleicht auch anders definieren. Aber die Frau Keil wollte... Ja, ich möchte noch mal eine andere Idee ins Spiel bringen, die vorhin schon mal angeklungen ist. Wir haben das neu eröffnete JUZ in Hemsbach. Und ich kenne einige Jugendliche, die dort regelmäßig sind, die sich auch einbringen in die Arbeit. Und ich finde, wir sind eine vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft mit der Stadt Hemsbach. Wir sollten diese Beziehungen auch nutzen. Und ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass wenn Laudenbacher Jugendliche dorthin möchten, wir haben von der Gemeinde gesponserte Fahrzeuge, es könnte Ehrenamtliche geben, die die Kinder auch fahren, beispielsweise im Winter oder wenn es dunkel ist. Und ich könnte mir dann eine finanzielle Beteiligung der Gemeinde am JUZ in Hemsbach vorstellen. Das würde ja im... Das würde bedeuten, um zu wissen, ob das überhaupt gewünscht ist, hier ein eigenes Jugendhaus, dass man zumindest mal eine Art Befragung macht, so wie Sie das... Jugendhearing. Der Herr Köpfler hat ja noch andere Möglichkeiten, auch der Herr Hafen haben andere Möglichkeiten, wie man an die Jugendlichen rankommt. Vielleicht kommen wir da gerade zum nächsten Thema. Das betrifft es zwar auch nicht ganz. In Lauenbach fehlt eigentlich seit Jahren so ein belebter Ortskern. Thema Ortsentwicklung, Neubaugebiete, Gewerbegebiete spielen da auch mit rein. Herr Hafen, wie sehen denn Ihre Pläne für eine weitere Ortsentwicklung aus? Ich sage jetzt mal, wir hatten es gerade angesprochen, das Thema Froschcafé am Schillerplatz. Da gibt es ja Möglichkeiten, mehrere Möglichkeiten, was man dort machen kann. Wie sehen Ihre Pläne aus für das Thema Ortsentwicklung? Da spielt auch noch das Thema Verkehr, Ortsverschönerung. Gibt es viele Punkte? Was kann man da, wo sind Ihre Ansatzpunkte? Was würden Sie da konkret vorschlagen, um auch vielleicht diesen Mittelpunkt mal zu bekommen? Das ist genau unser Problem jetzt. Unser Mittelpunkt vom Ort sieht im Moment ein bisschen traurig aus. Es ist egal, wo man hinguckt, ob es die Mittelstraße ist oder ob es die B3 ist. Es gibt überall Ansatzpunkte, wo wir uns zusammensetzen müssten und eine Lösung finden, die zum einen bezahlbar ist, zum anderen umsetzbar. Der Schillerplatz, den Sie genannt haben, würde sich wirklich für einen Kaffee oder Ähnliches anbieten und nicht unbedingt für Parkplätze, weil die sehe ich da eigentlich nicht. Das ist ein verkehrsberuhigter Bereich. Parkplätze sind eigentlich an der Bank dann noch vorhanden. Ich wüsste nicht, warum man da noch mehr Parkplätze machen sollte. Unser Ziegeneis-Kaffee gibt es leider nicht mehr. Ja, das war auch noch mit dem Hauptmagnet. Leider Gottes haben wir es nicht mehr. Wir müssen jetzt gucken, dass wir zum Beispiel einen Investor auch kriegen, dass wir unseren Ort wieder interessant machen. Der sagt, okay, wir haben 2.500 Haushalte, wir haben 6.355 Leute, die hier wohnen. Wir machen hier was. Und dann kann man sich mit dem Investor, wieder mit dem Rathaus, dem Gemeinderat zusammensetzen, kann sagen, okay, lasst uns ein Konzept erarbeiten, das wir dann auch umsetzen können und kann dann auch, wenn zum Beispiel unsere Internetseite auf dem Rathaus mal überarbeitet ist, vielleicht dann auch sagen, okay, da kann man jetzt aktiv hingehen, kann sich mit reingestalten, ohne dass man sich da zu Tode sucht. Es wären so die ersten Ansatzpunkte, wo ich sagen würde. Die Frau Keil hat, das habe ich ihr eben gerade entnommen, schön den Kopf geschüttelt. Also sie war nicht ganz zufrieden mit dem, was gesagt wurde, oder? Ja, weil das Argument, es sind Parkplätze geplant, da ist noch gar nichts geplant. Da stehen jetzt noch die alten Häuser und ich denke, es ist für Laudenbach an dieser Stelle, wir haben ja keinen klassischen Ortsmittelpunkt, wir haben mehrere Stellen. Das würde ich schon einen Ortsmittelpunkt als Ortsmittelpunkt bezeichnen. Aber wir haben hier wirklich die ganz große Chance, an einer ganz zentralen Stelle in Laudenbach mit einer breiten Beteiligung der Bürgerschaft etwas zu schaffen. Und ich denke, Parkplätze werden es wahrscheinlich nicht sein. Das ist auch tatsächlich nicht angedacht. Aber wir haben wirklich die Chance, da wird kein Bürgermeister, kein Gemeinderat alleine entscheiden, was an diese Stelle mal hinkommt. Frau Keil, sagen Sie eine Idee, was Sie da gerne hinmachen würden? Ich halte eine schöne Platzgestaltung mit sinnvollen Elementen für gut. Ich denke, dass wir als Gemeinde Laudenbach aktuell und wahrscheinlich auch in Zukunft nicht die finanziellen Mittel haben werden, um dort ein Bürgerhaus hinzustellen, so schön es wäre. Da muss man einfach realistisch sein. Warum geht man nicht den Weg, dass man Investoren befragt und herholt, dass man sagt, es ist ja schön, wenn man einen Platz am Ort hat, aber wenn man sich die Getränke und alles selber mitbringen muss, dann wird es auch schon wieder schwierig, die Leute dann dahin zu locken, weil aktuell haben sie nicht unbedingt einen Grund, von
Entschuldigung, Neuwiesen oder Kieselfies in den Ort zu gehen, weil es ist nichts mehr da, was zieht. Man muss doch einen Anreiz bieten. Wir haben auch keinen Kaffee für unsere älteren Herrschaften, wir haben keinen zentralen Treffpunkt. Ob es jetzt gleich ein Bürgerhaus sein muss, weiß ich nicht. Aber es gibt ja noch andere Methoden. Und deswegen meine Idee gewesen, tatsächlich auch unsere Gemeinde zu befragen und zu sagen, komm, lass uns gemeinsam irgendwas finden, damit unser Ortskern schöner wird, damit wir wieder einen Grund haben, uns da zu treffen, zu versammeln. Dass wir einen schönen Flecken haben an dieser Stelle. Herr Hoffner, beim Thema Investor, Geld und alles, wie Investor an Land ziehen sozusagen für den Schillerplatz. Wir sagen jetzt einmal, wie wäre Ihr Modell möglicherweise für den Bereich Schillerplatz? Naja, ich habe mich ja erstmal gefragt, als die Gemeinde das erworben hat, welcher Plan steckt dahinter? Mir war das als Bürger in Laudenbach einfach zu intransparent. Ich weiß bis heute nicht, was die Gemeinde damit vorhat. Das heißt, wenn ich Geld investiere, nehmen wir doch einfach mal nur mich persönlich, kaufe ich dann ein altes Haus, einen alten Bauernhof oder was das zweite daneben ist, ich weiß es nicht, nehme Geld in die Hand und lasse es dann weiter verfallen, das ist mir persönlich nicht klar. Also das ist erstmal meine persönliche Meinung. Die zweite, die sich mir stellt, ich habe mich damit aber architektenmäßig nicht auseinandergesetzt, fehlt mir natürlich auch der Hintergrund dazu. Warum gelingt es im Berggässchen ein altes Haus, anstatt es abzureißen, wunderschön wieder herzurichten, mit Beteiligung der KLIBA als Beispiel, mit Förderprogrammen und sicherlich auch mit der Gemeinde. Und warum konnten wir diese beiden Anwesen, Stichwort Verschönerung des Ortskerns, warum können wir das nicht Laudenbach auch als Gesicht wieder zurückgeben? Das wäre meine Ansicht. Ich glaube, der Herr Köpfle wird da auch gerne einhaken, der wird schon ganz unruhig. Ich werde schon ganz unruhig beim Thema Ortskernsanierung, Ortsentwicklung. Da haben Sie hoffentlich alle viel Zeit mitgebracht. Da können wir, glaube ich, alle ganz lang drüber diskutieren. Aber ich möchte direkt auf das eingehen, was mein Vorredner gesagt hat. Ich möchte da widersprechen, dass ich in dem Fall auch beim Schillerplatz und grundsätzlich beim Erwerb im Ortskern von Grundstücken, wir haben da sehr viele Leerstände zum Beispiel auch, da würde ich nicht vorher drüber überlegen, was da hinterher hinkommt, weil in dieser Lage und in Laudenbach, Sie alle wissen, was es ungefähr für Grundstückspreise hier mittlerweile aufgerufen werden, da rennen uns, um es mal ganz deutlich, die Investoren die Türe ein, wenn die an solchen Plätzen egal was machen können. Und wir haben die Bedarfe, wir haben den Bedarf an Mehrgenerationenwohnen oder seniorengerechtes Wohnen im Ortskern. Wir haben den Bedarf an überhaupt mal Wohnungen für junge Familien oder Singles. Wir haben den Bedarf an einem, an Kaffee, an Begegnungsstätten. Und ich bin mir ganz sicher, dass wenn man sich da breiter aufstellt, weil das die einzige Möglichkeit, die Gemeinde hat, da wirklich hinterher eine Entscheidung zu treffen, was damit geschehen soll, ist, wenn man die Hand drauf hat und wenn man das, den entsprechenden Besitz auch erwirbt. Und dann kann man sich auch vertragliche Sachen zusichern lassen. Ich glaube, dass das in Laudenbach auf jeden Fall funktionieren würde. Und letzter Satz zum Schillerplatz, da bin ich auch für einen Ideenwettbewerb. Einfach fragen wir die Laudenbacher, fragen wir Sie alle, fragen wir Laudenbacher und Laudenbacher, was ist Ihnen das Wichtigste, denken Sie, dass da hinkommen muss, und dann gewinnt am Ende die beste Idee. Auch da wird sich nicht jeder durchsetzen können, ist klar, aber das ist für mich hier der Weg, den man gehen muss. Dann fragt. Wir befragen jetzt einen Laudenbacher. Herr Ratzke, was ist Ihre Idee? Meinen Sie jetzt mit Schillerplatz? Ja gut, zum Schillerplatz kann ich jetzt wenig dazu sagen. Ich würde gerne wegen Ortskern, ja. Also ich würde sowas anbieten wie Bauernmarkt. Alle 14 Tage. Das würde den Markt, oder eher gesagt Laudenbach, auch wieder ein bisschen beleben. Ich kenne das halt. Sie, wo soll der hin etwa? Gibt's doch schon. Man könnte es zum Beispiel komplett durch das ganze Ort machen, dass man das einmal samstags macht. Oder die Schule würde es sich auch anbieten, direkt der Schulplatz, Parkplatz vorne, genau. Und das würde auch wieder Leute von außen hier reinbringen. Ja? Das würde das Ganze wieder ein bisschen, ich kenne das von Heidelberg, also in Heidelberg ist das eine sehr, also das ist immer stark besucht. Und das würde mal so ein ganz kleiner Anfang, das kostet auch nicht viel Geld. Es gibt auch demnächst, was auch so eine Vorstellung ist, gibt es auch ein Altersheim in Hemsbach. Dass man dann irgendwie, keine Ahnung, dass man einen Shuttlebus, dass man es direkt hier nach Laudenbach bringt, hier in die Cafés, man müsste halt dann irgendwie sich einen Kaffee dann
Hemsbach hat schon den Bauernmann. Ja, wie das. Ich glaube, schon geht der Ideenwettbewerb schon los. Ja. Ja. Sehr gut. Ja. Dann denke ich, vielleicht ist auch jetzt der richtige Zeitpunkt, um zur ersten Fragerunde überzuleiten. Ja? Sind unsere Kollegen bereit? Ja, also wir sind hier absolut bereit. Das heißt, wenn Sie sind, wir sind es auch. Ja, Fragen ans Podium, Fragen an die Kandidaten, an die Kandidatin, gerne hier aus dem Publikum. Wir stehen hier, mein Kollege Paul Flesterer da drüben, und nehmen gerne Ihre Frage entgegen. Da vorne geht schon. Ja, da vorne hat er schon die erste Frage. Sie dürfen aufstehen gerne und ich halte das Mikrofon. Bitte sagen Sie Ihren Namen, stellen Sie sich kurz vor und dann Ihre Frage kurz über dich. Mein Name ist René Korbel und ich wohne hier im schönen Laudenbach schon über 40 Jahre. Meine Frage ist an alle Kandidaten, die ich gerne als Mensch kennenlernen würde. Jenseits dessen, was Sie tun und getan haben, was zeichnet Sie als Mensch aus? Eine ungewöhnliche Frage, wir freuen uns aber drüber und ich würde sagen, wir machen von links nach rechts durch, Herr Köpfle, machen Sie den Anfang. Sowas muss man immer andere Leute fragen. Aber ich würde von mir selber sagen, dass ich ein sehr offener Mensch bin, dass ich ein sehr freundlicher Mensch bin, dass ich auch mal sehr kommunikativ bin und auch mal erkennen kann, wenn jemand anderes eine bessere Idee hat als ich selbst. Ich bin ein sehr offener Mensch, sehr gutmütiger Mensch. Für jede Frage bin ich offen. Für jede, was soll ich denn sagen? Sehr aufregend hier, wenn man hier sitzt. Fällt mir eigentlich nichts ein. Sie gehen auf die Menschen ein. Sie gehen auf die Menschen ein. Ich gehe direkt auf die Menschen ein, ja. Vielen Dank. Ich würde mich als zuverlässig bezeichnen. Ich bin ein Mensch, der sehr gut zuhören kann, der andere Meinungen respektiert und ich habe Humor. Ja, eigentlich müsste ich jetzt meinen Publikumsjoker befragen. Ja. Also ich bin ein aufgeschlossener Mensch, hauptsächlich natürlich Mensch, ruhig, manchmal zu ruhig, wenn man meine Frau fragt. Ich höre mir gern die Meinung anderer erstmal an, verarbeite sie und komme dann meistens einen Tag später und denke, okay, wenn das sich mal gesetzt hat mit dementsprechenden Argumenten. Ich denke, ich bin offen, ehrlich gehört dazu, ganz klar. Und ja, jetzt bin ich natürlich ein Laudenbacher Mensch. Eine gute Frage und sie ist gar nicht so leicht darauf zu antworten, weil man eigentlich das Eigenbild gar nicht so reflektiert. Aber um Ihrer Frage eine Antwort zu geben, ich liebe die klassische Musik, ich liebe den Wein, was bin ich für ein Mensch, ich koche gerne, ich esse gerne, sieht man, und ansonsten suche ich nach Lösungen, humorvoll, Frau Keil bin ich auch, insofern das passt. Ich glaube, mehr kann ich dazu nicht hinzufügen. Da ich ja aus dem Bodenwald komme, da gibt es einen Spruch, das nennt sich, entweder man hotz oder man hotz nicht, drüber redet, tut man nicht. Also der Herr Latzke hotzt demnach. Oder auch nicht. Ich kann es nicht. Noch eine Frage aus dem Publikum. Vorne haben wir eine Dame. Mein Name ist Madeleine Karnifarb und ich wohne in der Kernerstraße seit 20 Jahren. Und Herr Köpfle, ich habe an Sie eine Frage. Und zwar, es wundert mich, Sie sind SPD-Mitglied, Sie waren im Vorstand von den Jusos. Und warum bekennen Sie keine Farbe und haben sich nicht hier für die SPD aufstellen lassen, sondern als Unabhängiger sich von allen wählen lassen möchten? Das möchte ich gerne wissen. Gebe ich Ihnen. Gebe ich Ihnen gerne Antwort drauf.
Ja, es stimmt, ich bin SPD-Mitglied und ja, ich war da lange bei den Newses aktiv und bin da auch immer noch aktiv. Ich bin nur der ganz festen Überzeugung, dass es in der Kommunalpolitik um Sachfragen und um die Sache gehen muss. Und die Sache ist jetzt hier das Voranbringen von Laudenbach und nicht um Parteimitgliedschaften. Es stimmt ja auch, das haben Sie vorhin gehört, dass die SPD und die Grünen mich unterstützen. Ich habe mich auch bei denen vorgestellt, will mich auch bei allen Parteien vorstellen. Und die Überzeugung, die treibt mich schon immer. Wie Sie wissen, bin ich auch Stadtrat bei mir in Osterburgen und auch da gilt als Fraktionsvorsitzender bei mir kein Fraktionszwang oder sonstiges. In der Kommunalpolitik geht es immer nur um die Sache und nicht ums Parteibuch. Und muss auch ganz ehrlich sagen, als Bürgermeister, sollte ich den gewählt worden, kann ich dann natürlich ja auch nicht sagen, naja, ich bin jetzt nur Bürgermeister von der SPD und Grünen oder sonst was, sondern nein, natürlich von allen Laudenbacherinnen und Laudenbachern und deswegen werbe ich um Unterstützung bei allen und bezeichne mich selbst als überparteilicher. Gibt es noch weitere Fragen? Ja, nutzen Sie die Chance. Ja? Hört man mich, ja. Nutzen Sie die Chance, weil heute Abend irgendwann ist vorbei, es gibt keine Verlängerung und morgen auch keine zweite Veranstaltung. Also von daher nutzen Sie heute die Zahl für eine Frage. Da hinten geht ein Arm hoch. Ah, war verdeckt von unserem Fotograf, sorry. So, sehr schön. Mein Name ist Dora Karl-Heinz, wohne seit 1974 hier in Lautenbach, habe den Werdegang der Gemeinde mitverfolgt, zumindest in dieser Zeit. Was mich eigentlich hier von den Kandidaten ein wenig stört, außer jetzt Frau Keil, sind für mich alle anderen Seiteneinsteiger in diesen Job. Ich darf ganz kurz zwischen reingehen. Wenn Sie eine Frage haben, dann stellen Sie die, weil eine Bewertung können Sie dann im Bekanntenkreis nachher machen. Ich möchte von den vier Herren wissen, wie ihre Ausbildung im Hintergrund ist, um diesen Job zu bearbeiten zu können. Man kann ja, es ist zwar ein Wahlamt, aber man setzt halt doch irgendwelche Kenntnisse als Wähler voraus von den Leuten, die, wo man wählt. Also es geht um das Thema Qualifikation hier, das gebe ich gerne dann auch so hoch aufs Podium. Fange ich doch mal gleich bei mir an, Herr Dora. Wir haben schon beim VDK-Abend darüber gesprochen. Meine Qualifikation befähigt mich, Bürgermeister zu werden. Ich will Ihnen auch erklären, warum. Ich war 41 Jahre lang im Finanzmetier tätig gewesen. Davon 21 Jahre im internationalen Asset Management, in der internationalen Vermögensverwaltung. So, jetzt können Sie sagen, haben Sie Qualifikation, eine Gemeinde zu leiten oder zu verwalten? Ich hatte ja eben erläutert, dass es mit dem Verwalten bei mir auch mit viel Geld zu tun hat. Wir haben etwa, also in meiner Person, ich war verantwortlich für ein Produktportfolio von 5 Milliarden Euro. Der Haushalt von Laudenbach liegt bei etwa 20 Millionen Euro. Ich denke, die Fakten sprechen für sich. Also wenn ich jetzt auf die Bundespolitik schaue und auf die Landespolitik, bringe ich die Qualifikationen auf jeden Fall auch mit. Ich hoffe, die Antwort reicht Ihnen aus. Herr Latzke. Ja, also meine Qualifikation ist, dass ich zu den Menschen direkt übergehen kann. Ich bin vom Volk. Das heißt also nicht übermäßig, ich kann keine großartigen Reden halten oder sonstiges, aber ich kann mich mit den Leuten unterhalten, ich könnte ihnen ihren Sorgen, kann ich dann übergehen, ich kann, ja, was soll ich sagen, das ist so aufregend heute hier, normalerweise bin ich nie so schwierig. Unser Publikum ist entspannen lassen, oder? Ja, alle. Vielleicht lassen Sie erstmal den Herrn Köpfle, vielleicht fällt Ihnen ja noch was ein. Ich nenne ihn mal die Hard Facts, sagt man, die Soft Skills, wie Sie gesagt haben, die
kriegen Sie ja noch mit oder haben Sie schon mitgekriegt die letzten Wochen. Ich habe 5 Jahre Politikwissenschaften studiert an der Uni Mannheim, parallel dazu 4 Jahre in der Universitätsverwaltung gearbeitet, eine Verwaltung mit über 10.000 Studenten und 3.500 Mitarbeitern. Bin seit 2014 im Gemeinderat meiner Heimatstadt und seit 2016 stellvertretender Bürgermeister. Wir hören jetzt vielleicht noch eine Frage. Entschuldigung, ja, die Dame oder Paul, hast du? Mikrofon, hört man mich? Jawohl. Also wir haben noch eine Frage hier zum Thema Jugendbeteiligung speziell. Das ist Erwin Zirke und der stellt seine Frage, bitteschön. Genau, ich heiße Erwin Zirke. Wir haben auch zwei Kinder im Teenie-Alter und deswegen auch die Frage nochmal an die Kandidaten. Hier waren wir uns ja einig, dass das Angebot für die jungen Leute fehlt, unterentwickelt ist hier in Laudenbach. Und es wurde jetzt mehr in Richtung Haus oder so gesprochen. Ich denke, es wäre eigentlich auch wichtig, ein Angebot noch zu haben, eine Art Bolzplatz vielleicht, weil haben wir eigentlich keinen mehr in Laudenbach. Oder vielleicht sogar 2 oder 3 Leute, vielleicht Fitnessgeräte dabei, wo die Jugendlichen sich einfach aufhalten können, auch draußen, dass sie nicht unter der Brücke sitzen müssen. Also ich glaube, konkrete Frage, wie sieht es aus, Bolzplatz, ein bisschen mit Calisthenics-Elementen, können Sie sich das vorstellen, wäre das drin im Budget? Wir könnten uns ja für eine Alarm-Hop-Anlage bewerben. Boah, steigt gleich ganz groß ein. Ah ja, also es gibt, also ich kenne, das gibt es bei uns in der Region auch, es gibt es in der ganzen Metropolregion Rhein-Neckar und es gibt eigentlich fast nichts Schöneres. Ja, also, um jetzt mal einen konkreten Vorschlag zu machen. Möchten die anderen was sagen? Oder? Ja, also ich kann das gut verstehen, die Frage. Jetzt ist es so, dass wir als Turngemeinde Laudenbach zum Beispiel draußen den Hartplatz haben, wo früher Handball gespielt wurde. Ich denke, wenn man da um uns herantritt, kann man sicherlich eine Lösung finden, ohne eine neue Infrastruktur zu schaffen. Des Weiteren haben wir drüben beim SV entsprechend Möglichkeiten, wo man bolzen kann, um das mal aufzugreifen. Es gibt sicherlich Möglichkeiten, das sind wir jetzt aber im Bereich der Ideenfindung, ob wir sagen, können wir Climbing irgendwie integrieren in unsere Hallen, können wir Midnight Soccer, das sind jetzt zum Beispiel die Teenies jetzt sicherlich von der Uhrzeit her nicht die richtigen Zielgruppen. Aber ich denke, das ist auf jeden Fall noch ausbaufähig. Ich würde jetzt auch auf den Sportplatz kommen. Ich habe in meinem Jungwählerbrief, den ich auch an alle Jungwähler, die übrigens im Alter zwischen 16 und 26 sind, also alle, die noch keinen Bürgermeister haben wählen dürfen, ein Projekt angeboten, das ich auf dem Sportplatz realisieren könnte, das von den Jugendlichen selbst kommen kann. Ich könnte mir, weil ich da auch persönlich gefragt wurde von einem Jugendlichen, beispielsweise eine Calisthenics-Anlage vorstellen. Wir haben im nördlichen Bereich des Sportplatzes noch etwas Platz und könnten diesen umgestalten, sollten die Jugendlichen Interesse an so etwas haben. Also ich denke, es gibt schon einige Möglichkeiten, wie man die Jugendlichen einbinden kann und auch Angebote schaffen kann. Calisthenics-Anlage, das ist eine Form des Sports, der im Freien betrieben wird. Es sind Geräte, an denen man mit eigener Muskelkraft seine Übungen macht. Und das ist im Moment sehr populär. Warum eigentlich immer Sport? Herr Lassen, wollen Sie noch was zum Thema sagen? Es war ein Beispiel. Es muss nicht immer Sport sein, aber es war ein Beispiel. Herr Hagen, wollen Sie? Ja, ich sage jetzt einfach das, was ich am Anfang auch schon mal gesagt habe. Wir holen die Gemeinde ab, wir holen alle ab, alt, jung, egal, sammeln die Vorschläge und dann werten wir es einfach aus. Weil wir können jetzt viel sagen, können wir machen, da ist da, das können wir machen, aber unterm Strich kommt da nichts bei raus. Sammeln wir die Vorschläge, geht drauf ein und gucken, wie wir es umsetzen können. Da hat sich die Dame gemeldet, oder? Hier vorne haben wir jetzt noch eine Frage zum Thema Umweltschutz speziell. Knüpft jetzt nicht direkt an. Könnten wir das Thema Umweltschutz, wenn wir das im zweiten Block noch haben, wenn Sie damit, genau. Behalten Sie gerade Ihre Frage, wir haben im zweiten Block noch, dann würde ich gerne die Dame noch dran nehmen.
Wo war die Meldung? Vorne, jawohl. Joachim Zodet ist mein Name. Es sind ja 5 Kandidaten, 4 sind aus Laudenbach. Herr Köpfle, Sie kommen aus Osterburgen, haben ja selbst gesagt, dass Sie sehr aktiv dort sind. Deswegen meine Frage an Sie, wie kommen Sie dazu, nach Laudenbach sich dort aufstellen zu lassen? Ja, gute Frage, ich habe mal. Ich habe mir das sehr genau überlegt, ob ich mich in Laudenbach bewerbe. Und es war eine sehr, sehr bewusste Entscheidung. Ich finde, Laudenbach ist eine wunderbare Gemeinde. Ich habe vorhin schon über das für meine Begriffe absolut beispiellose Vereinsleben geschwärmt. Ich finde die Bergstraßenregion, meine Frau und ich finden die Bergstraßenregion wunderschön. Wir haben lange, meine Frau arbeitet in Heidelberg, wir haben lange in Mannheim gewohnt, wir haben in der Nähe von Bensheim geheiratet. Und für mich war immer klar, wenn ich mich mal als Bürgermeister bewerben sollte, dann in einer Region, wo wir sagen, oder in einem Ort ganz konkret hier in Laudenbach, wo wir sagen, da können wir es uns vorstellen, dauerhaft sesshaft zu werden, da können wir uns vorstellen, eine Familie zu gründen. Und deswegen haben wir uns ganz bewusst für Laudenbach entschieden, auch weil ich der Meinung bin, das unterscheidet mich jetzt auch von den 4 Mitbewerbern, dass ein Bürgermeister einen frischen Blick von außen mitbringen muss, ein paar neue Ideen mitbringen muss. Und deswegen habe ich gesagt, Laudenbach, da können wir uns vorstellen, ja, sesshaft zu werden, und da möchte ich gern Bürgermeister werden. Wir würden jetzt gerne, wenn jetzt, ich sehe jetzt keinen Finger mehr, oh, da hängt eine ganz nah. Ich würde sagen, dann würde ich Sie gerade noch als Frage, dann immer noch eine Frage. Wir nehmen auch kleine Fragen. Es ging ja vorhin um die Qualifikation und jeder hat Stellung genommen. Es geht mir mehr um die Führungsqualität. Also der das Bürgermeisteramt leitet, muss ja sehr viele Abteilungen in der Gemeinde leiten. Dazu hätte ich gerne mal eine Antwort zu den Einzelnen. Sie haben zwar zu Ihrem zu dem Geld Stellung genommen, das Sie verwaltet haben, aber nicht wie viele Leute Sie unter sich hatten. Ja, mit der Bitte ganz kurze Antwort, damit wir dann im nächsten Thema. Ja, wieder auf nach weiter. Ich war Leiter des Produktmanagements, das waren, müsste ich jetzt zurückdenken, vielleicht 15 Leute. So. Was ich nicht erwähnt habe, ist, dass ich Mitglied des Aufsichtsrates war und damit mit der Commerzbank direkt mit den Vorständen zu tun hatte. So. Sollte Ihre Frage jeder beantworten oder jeder? Ja. Dann gehen wir gerade nach Hafen. Ja, also ich bin Mitglied im örtlichen Personalrat des Polizeipräsidiums Mannheims. Bin mit dem Kooperativ-Führungsstil groß geworden und auch in meiner, also in meiner Eigenschaft jetzt als Stellvertretender Dienstgruppenführer traue ich mir das, was Sie angesprochen haben, schon zu, indem ich sage, was will man denn für einen Führungsstil haben? Was wollen Sie? Wollen Sie den Führungsstil der Transparenz? Wollen Sie einen kooperativen Führungsstil, dass es auch Rückmeldungen zugelassen werden, dass man zusammenarbeitet am großen Ganzen? Dann wären Sie bei mir richtig. Frau Keil, bitte. Frau Keil. Ja, ich bin nach dem Studium der Verwaltungswissenschaften an der FH Kehl insgesamt über 18 Jahre bei der großen Kreisstadt Weinheim gewesen, in verschiedenen Bereichen der Verwaltung. Unter anderem als stellvertretende Amtsleiterin des Amtes für Bildung und Sport. Und dieses Amt hat aktuell über 200 Mitarbeiter. Im Moment bin ich Kämmerin der Gemeinde, wie vorhin schon gesagt wurde, und habe insgesamt 7 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu führen, was mir großen Spaß macht. Ich lebe meinen kooperativen Führungsstil. Ich beziehe meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in meine Entscheidungen ein und insgesamt, was die Verwaltung betrifft. Bei uns in der Firma bin ich Schwerbehindertenbeauftragter. Mir macht es auch sehr viel Spaß. Ich
bin natürlich keiner, der sehr viel Ahnung jetzt von der Politik hat, aber ich kann auf Menschen zugehen, ich kann auch gut mit Menschen, im Endeffekt, wenn man jetzt Bürgermeister, also wenn man dann den Bürgermeister antritt, ist es sowieso eine Lernphase. Das erste halbes Jahr musst du sowieso erstmal ihn reinfinden. Also in meinem Beruf müsste ich Minimum 5 Jahre jemanden ausbilden, dass er in dem gleichen Stil arbeiten kann wie ich dann. Bürgermeister, da wird man reingeboren. Ich weiß nicht, ob das jetzt dann mit zu tun hat, dass man politisch sehr gut auskennt. Man muss halt mit den Mitarbeitern gut normalerweise spreche ich so, das ist voll auf Ende. Ich versuche es mal. Ich muss ganz konkret auf Ihre Frage nach der Führungsverantwortung zu machen. Ich würde es in zwei Teile teilen. Das eine ist der politische Bereich. Die Dame, die vorhin die Frage gestellt hat, hat meine Parteivergangenheit angesprochen. Ich war 3 Jahre lang stellvertretender Landesvorsitzender der JUSES. Das ist ein Verband mit über 6.000 Mitgliedern. Ich bin Fraktionsvorsitzender, stellvertretender Bürgermeister und jetzt aus dem beruflichen Bereich bin ich in der Referendarsausbildung als Mentor tätig, also Ausbildung, Bewertung von Studienreferendaren. Das ist das, was ich bisher mache als 29-Jähriger. Ich würde Ihre Frage gerne noch mal ein bisschen aufgreifen, um den dritten Themenblock abzuarbeiten. Und zwar ist es so, dass in Laudenbach viele Entscheidungen aus dem Rathaus so ein bisschen als Alleingang empfunden werden. Uns würde jetzt, weil das Thema Führungsstil schon gefallen ist, würde einfach mal sagen, Frau Kahn, wie würde Ihre Führungsstil beim Thema Transparenz, Bürgerbeteiligung, ich sage auch mal das Wort Bürgerentscheide, wie würde das bei Ihnen konkret aussehen? Zum Thema Transparenz und was Bürgerbeteiligung angeht, würde ich regelmäßig stattfindende Einwohnerversammlungen einberufen, um den Einwohnerinnen und Einwohnern Gelegenheit zu geben, sich über die aktuellen Projekte und Vorhaben der Gemeinde informieren zu können. In einer Gemeinderatssitzung ist es oftmals sehr speziell, die Themen sind zu speziell. In einer Einwohnerversammlung könnte man, wie gesagt, umfassend informieren. Bürgerentscheide, wie sehen Sie das? Eine breite Bürgerbeteiligung ist immer gut, aber Bürgerentscheide braucht man nicht, wenn man einen Konsens hat im Gemeinderat. Nur eine kurze Nachfrage, weil wir hatten ja vorhin das Thema Jugendhaus, Jugendtreff. Das wäre ein Thema, wo Sie überlegen, da könnte man sich das vorstellen oder einen Bürgerentscheid oder ist das zu hoch gegriffen für dieses Thema oder kann man das viel niedriger ansehen? Das geht der Gemeinderat hin. Bevor ich solche Entscheidungen treffe, müssen die finanziellen Voraussetzungen da sein. Das hört sich zwar relativ langweilig an, aber es belastet uns alle auf Dauer. Also ich kann nicht die Bürgerschaft über ein Jugendhaus abstimmen lassen und dafür nicht die finanziellen Voraussetzungen haben. Wer will als nächstes seinen Führungsstil im Rathaus bei der Transparenz? Sind Sie nicht so schüchtern, am Anfang? Ich kann es gerne machen, bin ich schüchtern. Mein Führungsstil, den tatsächlich, glaube ich, jetzt bereits im Wahlkampf, wie Sie alle wissen, hat jeder von Ihnen hoffentlich in seinem Briefkasten eine meiner Bürgerumfragen gehabt. Die habe ich vorgestern, wenn nicht, dann muss ich schimpfen mit den Leuten, die verteilt haben und mit mir selbst, weil ich sie nicht überall verteilt habe. Aber es sollte jeder eine Bürgerumfrage bekommen haben, auf meiner Homepage war sie auch lang. Habe ich gestern ausgewertet, über 140 Haushalte haben sich an dieser Bürgerumfrage beteiligt und mir rückgemeldet, was für sie die wichtigsten Themen in Laudenbach sind. Und dazu habe ich auch schon mehrere Bürgergespräche angeboten und ich habe dann auch im Rahmen dieser Bürgergespräche, das letzte war letzten Freitagabend in der Bahnhofsgaststätte, habe dann gesagt, warum gibt es sowas nicht auch vom Bürgermeister? Einfach in einer ungezwungenen Atmosphäre abends, der Bürgermeister lädt ein zum Bürgergespräch. Die Bevölkerung kann kommen und sagen, was stört mich, was sind meine Anliegen, was muss die Verwaltung angehen? Weil es ist nicht jedermanns Sache, aufs Rathaus zu kommen und dann dort Auge in Auge zu sitzen
und es ist auch nicht jedermanns Sache, zu einer Gemeinderatssitzung zu kommen und da dann seine Fragen zu stellen, wenn alle eh schon die ganze Zeit auf die Uhr gucken, sondern einfach mal im ungezwungenen Rahmen, dass sich die Verwaltung dauerhaftes Feedback holt von der Bevölkerung. Und Einwohnerversammlungen, ja, absolut. Nicht Einwohnerversammlungen, damit wir eine Einwohnerversammlung haben, sondern zweckgebunden, ganz konkret zu einem Thema, das gerade auf den Nägeln brennt. Es kann das Thema Jugendhaus sein, es kann aber auch jedes andere Thema sein. Und ich würde gerne ein Bürgerinformationssystem etablieren. Das ist ein online-basiertes System, wo jede Bürgerin, jeder Bürger zu jedem Thema der Gemeinde, zu jeder Gemeinderatssitzung, zu jeder Gemeinderatsentscheidung sich das jederzeit online durchlesen kann, online einsehen kann, auch anhand von Schlagwörtern, weil ich glaube, wir müssen Ihnen allen auch zugestehen, dass Sie sich nicht mit jedem Thema der Gemeinde beschäftigen wollen. Das müssen Sie auch überhaupt nicht. Aber wenn Sie sagen, das ist ein Thema, das interessiert mich, dann müssen Sie auch die Möglichkeit haben, da sofort die Informationen zu bekommen. Und das muss, geht natürlich nicht nur über das Internet. Das Rathaus bleibt genauso geöffnet, wie es bisher ist. Aber es ist einfach ein zusätzliches Angebot, wo man sagen kann, da ist die Rückmeldung und die Information für Sie als Bürger jederzeit möglich. Das ist natürlich ein sehr interessanter Punkt. Herr Hafen, wollen Sie sagen, wie Sie es gerne machen würden? Also ich sehe halt einen Punkt, wo ich sage, ich kann jetzt viel erzählen, ich kann viel darstellen, ich kann viel versprechen. Wie es letztendlich dann tatsächlich ist, sieht man nach der Wahl. Wenn die Position eingenommen ist, wenn die ersten Probleme auftreten, wenn man nicht nur lächeln kann, sondern Farbe bekennen muss, dann wird sich zeigen, wie dann der Ball gespielt wird. Entschuldigung, ich kann noch einen Satz dazu sagen, darum geht es ja gar nicht. Also es geht ja nicht darum, dass wir uns dann zum Bürgergespräch treffen und alle hinterher sagen, alle Probleme sind gelöst, wir sind alle glücklich, sondern es wird natürlich immer am Ende auch Mehrheitsentscheidungen geben und Leute geben, die sagen, ich bin mit einer Entscheidung nicht glücklich, aber dass der Dialog immer da ist, dass man miteinander und nicht übereinander redet, das ist doch das A und O von der Verwaltung im Einzelnen. Das ist immer besser, als man miteinander redet, ganz klar. Bürgerinformationssystem. Ja. Es ist natürlich, die Frau Keil hat es auch schon gesagt, das Behördendeutsch, das Amtsdeutsch. Also manche Sitzungsunterlagen sind auch nicht so einfach zu verstehen, beziehungsweise können auch missverstanden werden, wenn man sich nicht damit auskennt. Wie wollen Sie das lösen? Gut, das System müsste dann natürlich auch mit einem konkreten Ansprechpartner verknüpft sein, im Rathaus mit einer konkreten Stelle verknüpft sein. Und wenn es im Zweifelsfall der Bürgermeister ist, wo man dann auch nachfragen kann, was bedeutet jetzt dann in dem Fall das Behördendeutsch oder was bedeutet der konkrete Beschluss? Ja. Herr Offner. Ich habe da eigentlich ein ganz klares Ziel vor Augen. Es gibt Dinge, die von so grundsätzlicher Bedeutung sind in Laudenbach, wo ich die Bevölkerung mitgenommen hätte. Sei es das evangelische Gemeindezentrum, sei es der Pseudokreisel. Das wäre jetzt für mich aktiv eine Bürgerbeteiligung gewesen. Darüber hinaus, ich habe es vorhin schon angesprochen, hätte ich mich gerne transparenter mitgenommen gefühlt, wenn es klar geworden wäre, warum hat die Gemeinde die beiden Häuser in der Bahnhofstraße erworben, was konkret hat sie damit vor. Das verstehe ich unter Transparenz. Und ich sage mal, ich könnte mir als Bürgermeister vorstellen, dass ich, es werden ja die Protokolle im Amtsblättchen eingestellt. Es ist halt natürlich durchaus ermüdend, wenn man den freitags kriegt, das entsprechend die vielen Seiten nachzulesen. Aber dass man quasi so einen Block macht, wo man sagt, okay, das wollen wir machen, über das haben wir gesprochen, peng, peng, peng. Ja. Also da gibt es auch die Weihnachten. Jetzt kommt kurz der Block für die Eigenwerbung. Wir sind bei den Gemeinderatssitzungen in Laudenbach selbstverständlich anwesend und berichten auch darüber. Das war jetzt unser Peng. Genau. So. Ja. Der Herr Latzke. Das ist, hat sie jetzt nicht verstanden. Die Dame hat gefragt, ob sie quasi abhängig wäre dann von den Mainheimer Nachrichten oder ob es nicht auch Aufgabe der Stadt wäre, zu informieren. Das ist selbstverständlich. Also, so wie ich den Herrn Offner jetzt verstanden habe, wäre es auch Aufgabe der Stadt oder der Kommune. So habe ich das verstanden. Das dürfen wir aber natürlich nicht an uns rumüberziehen. Wir nehmen es hin. Herr Latzke. Was ich mal eine Frage habe, wir haben zum Beispiel keine öffentlichen Klos. Wäre auch mal nicht schlecht.
Toiletten zum Beispiel an Bahnhöfen. Okay, es wurde der Führungsstil gefragt. Aber ich glaube, das habe ich jetzt damit angerichtet, weil ich jetzt nicht bin. Entschuldigung. Hans Peter, das ist jetzt mir geschuldet. Also, ja, das tut mir jetzt. Die Sitzungsdisziplin lässt noch zu wünschen. Vielleicht sind wir dran. Entschuldigung, Herr Lanz, aber einfach nochmal die Frage an Führungsstil, wie er bei Ihnen aussehen würde. Wie stellen Sie sich das vor? Also wir hatten das Thema Transparenz, Bürgerbeteiligung. Wie würden Sie sich das wünschen? Wie würden Sie es umsetzen? Herr Köppler hat ja im Endeffekt schon alles gesagt. Die Idee von ihm fand ich jetzt sehr gut. Was soll man da jetzt so noch dazu sagen? Also man hat ja schon im Endeffekt alles gesagt. Wenn ich es jetzt nochmal dazu sage, dann habe ich es verdoppelt sich das Ganze, das Blödsinn. Aber ich denke, wir sehen auch da Einigkeit bei allen Kandidaten. Sie möchten die Bürger informieren, sie möchten die Bürger mitnehmen und da sind wir gespannt. Gut. Für die Zukunft. Ja, genau. Worauf wir auch gespannt sind, wir haben noch ein Thema und das ist vielen Menschen sehr, sehr wichtig. Das sieht man nicht nur bei den Fridays for Future Protesten, sondern das zieht sich eigentlich durch die ganze Gesellschaft. Thema Klimaschutz. Es reicht jetzt allerdings nicht, wenn man nur die Schottergärten verteufelt. Ich denke, das wissen die meisten, dass es der Natur nicht gut tut. Aber was kann eine Kommune denn konkret tun, um zum Klimaschutz beizutragen? Frau Keiler. Ja, ein Klimaschutzkonzept, das ist bei der Gemeinde aktuell auf dem Weg, ist mal die erste Grundlage, um konkrete Projekte, konkrete Vorhaben durchzuführen. Klimaschutz hört aber da nicht auf. Es geht darum, viele Menschen in der Gemeinde beim Thema Klimaschutz mitzunehmen. Ich würde einen Nachhaltigkeitsbeirat einführen, der verschiedene Gruppierungen, wie zum Beispiel Landwirte, Winzer, Naturschützer, Verwaltung und Politik an einen Tisch bringt, um konkrete Projekte der Gemeinde auf Nachhaltigkeit und Wirksamkeit hin zu überprüfen. Der Herr Hafen mag auch keine Schottergärten, das weiß ich. Er würde gerne mehr mit dem BUND machen. Wie stellen Sie sich das vor, die Zusammenarbeit? Ich würde versuchen, mit dem BUND zusammen ein Konzept zu erarbeiten, dem man auch jetzt unsere örtlichen Landwirte mit reinbringt, so zum Beispiel ein freiwilliger Verzicht auf Pestizide. Ja, es ist halt so, also ich habe die Pestizide bei uns in der Nachbarschaft erlebt, tut mir leid, das war glyphosathaltig und da wurde eine größere Fläche abgesprüht und da haben sich halt nun mal auch Leute drüber beschwert in der Ortschaft. Ja, also irgendwo muss man halt anfangen im Kleinen und man kann sich auch im Großen verpflichten, da mitzumachen. Natürlich nur, wenn man eine annehmbare Lösung hat. Ja, aber irgendwo müssen wir anfangen. Wir können nicht immer nur sagen, oh, da wird es nicht besser. Gut, also Kompetenzen bündeln würden Frau Keil und Herr Hafen. Ja. Und Herr Offner, wie würde denn Ihr... Also die Schottergärten wurden ja schon angesprochen, brauche ich nicht erwähnen. Ich habe da zwei konkrete Punkte. Ich denke, man fängt am einfachsten bei sich selber an. Nämlich, wenn wir in Laudenbach noch weitere Zonen bepollern oder wie man das auch nennen mag, wo wir die 30er-Zone einfach stärker mit reinnehmen, dann werden wir dadurch natürlich auch weniger Abgase haben, weil wir weniger schnell durchbrausen. Das Zweite, was mir sehr wichtig ist, ich bin ja sehr viel in Heidelberg und in Heidelberg fahren die Mamas und Papas alle mit ihren Kindern, auch zum Teil mit E-Bike-Lastfahrrädern. Das halte ich für eine sehr gute Möglichkeit, die man auch aus Gemeindesicht sehr gut vermarkten und eventuell mitsponsern können. Wir haben die tollste Kita hier im Ort, die sich sicherlich gegenüber anderen Gemeinden, wo sich wirklich Laudenbach zeigen kann und auf dem Weg dahin, familienbewusste Gemeinde zu werden, so wie es zum Beispiel Hemsbach hat, so könnten wir das natürlich in Laudenbach anstreben und zum Beispiel den Fahrradlastverkehr, indem wir die Kinder auf die Fahrräder mitbringen, in die Kitas, in die Schulen. Und das würde erheblich zur Entzerrung des Verkehrs morgens und mittags beitragen. Frau Müller, Sie hatten gefragt, was kann man denn als Kommune machen?
Und ich glaube, als allererstes bei sich selbst anfangen. Und die Steingärten sind angesprochen worden und da hat die Gemeinde Lauenbach eben halt auch im eigenen Besitz ganz viele. Denken Sie an den Bereich ums Rathaus, denken Sie an die Verkehrsinseln. Und ich glaube, da muss man einfach mal anfangen. Da kann es besser blühen. Ich war leider noch nicht in Hilfilabatei, aber ich habe mir das mal angeschaut. Partnergemeinde, da blüht es und blüht es überall. So, ne? Das ist für die Tiere gut, das ist für die Pflanzen gut und es macht einfach was her. Und natürlich muss das gepflegt werden, aber wir reden jetzt hier nicht von Unsummen, sondern ich glaube, das ist in Lauenbach auch möglich, dass es einfach für Tier und Mensch wieder etwas ansehnlicher wird. Als Vorbild. Genau, Vorbild. Ich hätte noch mehr, aber... Ja, Herr Haas. Ja, also ich finde, die Verkehrsentzerrung war schon nicht schlecht. Auch jetzt das Anlegen der Radwege, das unattraktiv machen, in gewisse Bereiche mit dem Auto vielleicht reinzufahren auch. Aber es ist das Gesamtbild, auf das es ankommt. Wir können zum Beispiel mit kleinen Mitteln viel erreichen, indem wir sagen, wir machen einen sogenannten Pedibus. Das heißt, wir nehmen uns einen Erwachsenen, wir sammeln die Kinder morgens an speziell dafür vorgestellten Pedibus-Haltestellen, sammeln die ein, es ist immer ein Erwachsener dabei, und zwar von der ersten Haltestelle bis hin zum Schulhof bzw. zum Kindergarten. Ist das in Lauenbach so ein großes Problem? Wenn Sie sagen, die Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto an die Schule bringen? Ja, wir haben halt das Problem, was heißt Problem? Wir haben halt dass viele Eltern sind ja berufstätig, beide. Und die Kinder werden morgens dann logischerweise mit dem Auto ins Geschäft gefahren, weil man danach in die Schule oder in den Kindergarten fahren, weil danach ja gleich weiter ins Geschäft gefahren wird. Vielleicht kann man das dann so ein bisschen entzerren, dass zumindest mal dieser Punkt etwas entspannt wird. Herr Latzke, Sie. Ich würde sagen, Fahrgemeinschaft bilden. Dann gibt es nochmal den Busverkehr. Im Moment läuft er, ich glaube, 45 Minuten. Alle 45 Minuten fährt der Bus. Dass man den nochmal zur Überlegung macht, dass man den auf eine halbe Stunde. Dass man zum Beispiel Investoren, es gibt zum Beispiel in Frankfurt, Mannheim, diese Roller im Moment, dass man die vielleicht auch hier reinbringen könnte. Dann wäre man mit dem Roller unterwegs oder mit dem Fahrrad unterwegs. Da könnte man auch was für die. Da scheiden sich die Geister. Was die Roller anbelangt, dürfen die anderen Kandidaten gerne auch was an der Hafenanschließung machen. Sind wir jetzt auch beim Thema Verkehr? Aber wir das ist jetzt mit Naturschutz. Das Thema E-Bike genau, weil das. Die Frage wäre jetzt, verknüpfen wir es jetzt, weil dann würde ich was zum Thema Verkehr sagen. Genau, machen. Würden wir, wenn jetzt jemand was dagegen, würden wir gerne beim Thema Klima auch Thema Verkehr gleich übergehen. Also, weil. Spielt ineinander rein, genau. Das Thema E-Bike könnte man ja auch fragen, was kann es Rathaus. Elektromobilität und so weiter, eigene Fahrzeuge und so weiter. Welche Möglichkeiten gibt es da? Nehmen Sie nicht schon alle Themen weg, sonst können wir nichts mehr sagen. dann vergessen Sie, was ich gesagt habe. Also ich glaube zunächst mal, wenn wir jetzt über das Thema Verkehr reden, dass Lauenbach grundsätzlich ein durchdachtes Verkehrskonzept braucht. Das war wirklich das Top-Thema bisher, so an der Haustüre. Parkplatzsituation in einigen Bereichen, Rasen, ganz großes Problem in einigen Bereichen, wo 30 ist, also Kirchstraße hoch, aber auch hier vorne, ganz großes Problem überhaupt, mal einen Stellplatz zu finden für sein eigenes Auto. ÖPNV-Anbindung ist ein ganz, ganz großes Thema, gerade wenn es nach Hessen hochgeht, ist quasi tote Hose. An der Bahn, haben Sie jetzt angesprochen, fehlt die Radinfrastruktur, da fehlen E-Ladestationen für Autos und für Fahrräder, da fehlt ein Park-and-Ride-Platz, der auch ein Park-and-Ride-Platz ist und da können wir wirklich den ganzen Abend über ein durchdachtes Verkehrskonzept, glaube ich. Ich glaube, man muss sich da einmal wirklich eins aus einem Bus überlegen, weil da gibt es etliche Baustellen. Da könnten Sie ja dann rangehen, weil das Rathausumfeld soll, Bahnhofsumfeld soll ja... Ist ja auch schon in der Planung. Ist ja schon in der Planung, genau. Und beim Rathausumfeld, da hätten wir ja das Thema mit den Schottergärten, da könnte man ja auch noch was machen. Da verknüpfen wir es schon wieder. Da, genau. Zum Thema Autos und Verkehr ist noch zu sagen, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, den Verkehr oder den Autoverkehr von den Straßen zu bringen. Es gibt die Möglichkeit von Carsharing, es gibt die Möglichkeit von Teilautos. Das wird in vielen Kommunen praktiziert, in Lauenbach nicht. Viele Kommunen der Metropolregion sind vernetzt mit dem VR Nextbike. Wenn man in Weinheim sich die Stationen betrachtet, da sind oftmals
viele Fahrräder unterwegs, also es wird genutzt. Lautenbach sollte sich an dieser Station unbedingt beteiligen. Also im Hinblick auf das Neubaugebiet Wisselfließ 2, was noch ansteht, hoffe ich, dass man da nicht dieselben Fehler macht, wie man es im letzten Neubaugebiet gemacht hat. Dass man jetzt zum Beispiel den kommunalen Kindergarten für 1,3 Millionen Euro umgebaut hat, dafür der Schule ein Stück Platz weg, damit die Kinder im Kindergarten wieder ihren Hof und ihren Gartenbereich haben. Wäre es vielleicht geschickter gewesen, man hätte das in ein Neubaugebiet integriert. Dann hätte man zum einen diese Verkehrssituation total entspannt, weil die Kinder auch da hätten hinlaufen können. Zum anderen hätte man, wenn dieser Bereich dann nicht mehr genutzt werden würde, weil halt die Kinder dann dementsprechend nicht mehr in der Kindergartenstelle sind, sondern in der Grundschule, dieses Gebäude später für einen anderen Zweck umwidmen können. Also ich hoffe, dass man sich da planerisch diesmal vielleicht dann auch mehr Gedanken macht, damit man eben dann die Gesamtsituation, auch den Verkehr, so ein bisschen entspannt. Das habe ich jetzt so verstanden, dass wenn Kisselfließ 2 käme, sollte man dort Kindergarten oder so irgendwas... Ja, was spricht man an? Wenn ich ein Neubaugebiet habe, spreche ich Familien an. Dann möchte ich Familien am Ort haben. Den Familien muss ich auch was bieten können. Das heißt, die Betreuungsplätze Kindertagesstätte, in den Kindergarten, in der Schule, die müssen gewährleistet sein. Das heißt, nach dem Umbau hieß es in der schönen Satzung in der Gemeinde, der Kindergarten war auf Kante genäht. Heißt Klartext, der Kindergarten ist voll. Die Plätze sind voll. Also wenn ich jetzt dann wirklich 2021 dort das Neubaugebiet mache, muss ich mir auch Gedanken machen, wo ich die ganzen Kinder hinbringe. Weil die möchten betreut werden, die haben ein Recht auf den Kindergarten, auf eine Kindertagesstätte, auf einen Grundschulplatz. Das wird halt schwierig. Das sollte man wirklich bei der Planung diesmal richtig bedenken, damit eben die Kinder dann nicht unterleiden müssen und die Familie. Frau Kahn, Sie wollen? Man könnte aber auch berücksichtigen, dass es einen ständigen Wechsel gibt in der Kita. Also Kinder, die in der Krippe sind, wechseln in den Kindergarten. Die Kindergartenkinder wechseln in die Schule und es werden wieder Plätze frei. Also es ist eigentlich nicht ganz richtig zu behaupten, dass der Kindergarten dann noch voller wird. Und ordentlich. Da wären wir dann halt bei hätte Fahrradkette. Das müssen wir dann sehen, wenn es soweit ist. Aber wer sollte einen Plan B haben? Wir hatten ja auch noch eine Frage aus dem Publikum zum Thema Umwelt und Klimaschutz. Das war die Dame. Sollen wir dann vielleicht die Fragerunde eröffnen? Machen wir uns schon auf den Weg nach vorne. Ja. Wo war denn die Wortmeldung nochmal? Vorne gleich auf der Reihe. So, Ihren Namen bitte mal sagen, habe ich letztens leider vergessen. Mein Name ist Eveline Zucker. Ich bin wohnhaft hier in Laudenbach. In den 18er Jahren bin ich hierher gezogen aus Frankfurt. Was mich interessieren würde, Herr Köpfle, Sie werden ja von den Grünen unterstützt. Die Grünen sind ja auch mit Bund und mit allen möglichen anderen Umweltschutzverbänden bestens vernetzt. Und ich möchte von Ihnen jetzt wissen, wie Ihre größere Planung hier zusammen auch mit unseren Nachbargemeinden zusammenhängt. Nämlich bis jetzt habe ich nur immer ganz Einzelpositionen gehört. Also man macht da ein Bike oder man macht da was und macht da was. Mir fehlt die gesamte Planung. Sie brauchen sie jetzt ja hier nicht offen zu legen, aber was Sie zumindest im Groben vorhaben, damit das sich nicht so vereinzelt, sondern damit es im Plan wird. Und dazu gehört, weil Umweltschutz ja nicht nur eine Laudenbacher Sache ist, die Zusammenarbeit mit Heppenheim und die Zusammenarbeit mit Emsbach. Also es geht um generalistische Naturschutzkonzepte. Die Frage war konkret an? Herr Köpfle. Die Frage war konkret den Herr Köpfle. Ja. Frau Zucker, Sie haben völlig recht. Und zwar nicht nur im Bereich Naturschutz, sondern in allen Bereichen muss die Zusammenarbeit mit Heppenheim und mit Hemsbach und den umliegenden Gemeinden besser werden. Und das geht wirklich über den Naturschutz hinweg. Ich bin vorhin nicht unterbrochen worden, aber wir haben da das Thema auf Verkehr gewechselt, sonst wäre ich darauf eingegangen. Ich glaube, dass Laubach und ja, Sie haben völlig recht, auch in
Zusammenarbeit mit den anderen Gemeinden ein Klimaschutzkonzept braucht und sich eigentlich auch das Ziel setzen muss, klimaneutrale Kommunen zu werden. Ich möchte da jetzt keine Jahreszahl in den Raum werfen. Dafür ist dann der Punkt tatsächlich noch zu früh. Aber das geht über Ausbau von erneuerbaren Energien vor Ort mit gemeindlicher Unterstützung, über das, was wir jetzt mit dem IWEC an der Bergstraße haben und das dann in dem Verein Blühende Bergstraße aufgeht, wo ja auch die Zusammenarbeit unter den Gemeinden da ist. Und ja, Klimaschutz kann man nicht kirchturmspolitisch nur für eine Gemeinde betrachten. Da haben Sie völlig recht. Weitere Fragen aus dem Publikum? Sie dürfen auch gerne, während die eine Frage gestellt wird, sich trotzdem melden, dann komme ich schon mal zu Ihnen in der Zwischenzeit. Paula, hinten. Da hinten war also bitte hinten nochmal. Mein Name ist Martin Kanifork. Ich habe nochmal eine Frage bezüglich, weil Sie es so schön gesagt haben, gerade eben die Kindergärten auf Kante genäht. Wie steht denn jeder einzelne Kandidat hier zu der Situation unserer Schule? Wie soll denn das weitergehen mit unserer Schule? Haben Sie sich darüber Gedanken gemacht? Alle? Könnten Sie die Frage ein bisschen, Entschuldigung, präziser, was meinen Sie mit der Weiterführung? Etwas konkreter. Die weiterführende Schule, wie soll es damit weitergehen? Mit dem Neubau, Nicht-Neubau und so weiter? Ach, Sie meinen Hemmsbach? Ja, natürlich. Das gehen unsere Kinder hin. Ja, wir haben nur die eine Möglichkeit. Okay. Also es geht um den Schulverbund. Genau, Schulverbund, ja. Ja, wir sind eine Verbandsschulgemeinschaft und ich meine, der Herr Kirchner in Hemmsbach wird die Schule und ich denke, da sind sich die anderen Gemeinden einig, nicht auf dieser Sondermülldeponie oder Giftdeponie bauen. Zu Ihrer Frage, hier wird sicherlich ein Neubau anstehen. Das kann nicht ohne Hilfe vom Land finanziell gestemmt werden. Aber wie ich mir das vorstelle, ganz klar, neue Schule, neues Gymnasium, neues Bietz. Frage von meiner Seite. Also, da ich selbst zwei Kinder habe, die irgendwann auch dort in die weiterführende Schule kommen, kann ich nur die gleiche Antwort geben, weil ich möchte auch nicht, dass meine Kinder weder auf einer Giftdeponie leben, noch dort zur Schule gehen müssen. Es muss was gefunden werden, was passt. Ja, um die Gemüter da mal zu beruhigen, es gibt ganz aktuelle Untersuchungen, die besagen, dass die Schule und der Besuch der Schule absolut sicher sind. Für mich ist dennoch der Neubau der Schule, weil eben eine Sanierung nicht möglich ist, alternativlos. Das geht nur mit einer Sonderfinanzierung durch das Land, die bei mindestens, sag ich mal, 70% sein muss. Und hier müssen wir alle zusammenhalten, alle Gemeinden, die Mitglied im Schulverbund sind und die Bürgerinnen und Bürger. Wir müssen Druck machen, damit die Landesregierung diese Sonderfinanzierung zulässt. Also von mir werden Sie natürlich auch eine ganz klare Aussage zu kriegen und die muss eigentlich lauten, dass es eine Bestandsgarantie für alle Schularten dort gibt und natürlich genauso für die wunderschöne Schule, in der wir heute sitzen. Und wenn ich dann sage Schule in Lautenbach, dann beziehe ich natürlich immer beziehungsweise den Schulverband mit ein, schließe mich dem an, da muss ein Neubau her und das Land muss den zum größten Teil auch mitfinanzieren, weil es übersteigt das Budget aller drei Gemeinden. Wir konnten ja den letzten Tagen der Presse entnehmen, dass sich von den Damen und Herren Abgeordneten hier in der Region bis zu Fraktionsvorsitzenden im Land, bis zu meiner Chefin, der Kultusministerin, alle sehr, sehr offen gezeigt haben und alle ganz viel Zusagen gegeben haben. Und der nächste Bürgermeister von Lautenbach muss dann genauso wie die Kollegen in den anderen beiden Orten und die ganze Bevölkerung darauf drängen, und zwar massiv, dass diese Zusagen auch eingehalten werden. Die nächste Frage bitte. Ja, die nächste Frage hier hinten ist der Christian Schmitterer. Es geht um das Thema regenerative Energien, erneuerbare Energien. Die Frage geht in die Runde. Ja, es ist ja so, dass viele nachher haben in Lautenbach und manch einer würde sagen, ich würde noch Photovoltaik aufs Dach legen, aber geht nicht mehr, weil schon drauf. Ist es denkbar, dass man quasi unter dem Dach der Gemeinde sowas organisiert, dass man sagt, ich habe ein Dach, ich würde es zur Verfügung stellen, aber sagt, ich würde das PV drauf bauen lassen,
einfach um insgesamt die Energiebilanz der Gemeinde hochzuziehen. Natürlich bedarf es entsprechend Investitionen, aber sowas kann man bei den Bürgern immer anfragen. Andere Gemeinden machen das. Frage in die Runde. Ich muss gestehen, ich habe die Frage, ich versuche sie mal zu deuten, Sie meinen sowas wie, es gibt ja in anderen Kommunen eine Art Energiegenossenschaften, dass man so, meinen Sie sowas in die Richtung, wo Sie, okay, also wo sich die Gemeinde mit einbringt, vielleicht auch Flächen zur Verfügung stellt und wenn dann Privatmann oder dass man da irgendwie auch zusammenkommt, habe ich das so verstanden? Okay. Also das gibt es schon, hier auf diesem Dach. Ich denke, der Gemeinde betreibt es schon, ja. Genau, ich denke, der Herr möchte noch ein bisschen weiter, oder sagen Sie? Ja, im Prinzip geht es ja darum, dass auch Privatleute sowas zur Verfügung stellen könnten oder sie würden sagen, ja, ich will ja, aber ich kann es nicht finanzieren. Und andere sagen, ich könnte finanzieren, aber kann es nicht. Also, dass man das unter dem Dach der Gemeinde macht, dass man das vertraglich regelt, wie sowas aussieht. Und also, Sie wollen quasi, dass Sie würden vorschlagen, dass wenn jemand Dachfläche zur Verfügung hat, der sie nicht nutzt, dann diese zum Beispiel anbietet, dass dann ein anderer diese Dachfläche dann eben bebaut. Und die dann genutzt wird für Energiegewinnung, sei es Solar oder sei es... Darum geht es. Das ist, glaube ich, auch gar nicht so kompliziert zu lösen. Also es geht ja sozusagen, wenn ich Sie richtig verstanden habe, in erster Linie darum, die Parteien sozusagen zusammenzubringen. Und das, glaube ich, kann die Kommune auch relativ leicht. Ich glaube, sowas könnte man sehr gut auch online lösen zum Beispiel. Es gibt auch Startup-Ideen, gerade ganz aktuelle, also ich beziehe jetzt meinen Strom seit neuestem, von Privatleuten, die Firma heißt Anyway oder so irgendwas. Also es ist ganz, ganz top aktuell und ich glaube, die Gemeinde kann da sehr gut als Vermittler auftreten. Ja. Ich kann mich dem nur anschließen, Sie sprechen da ein sehr interessantes Thema an, Herr Schmiederer. Man kann sich ja in verschiedenen Hausverbünden zusammentun, Sie haben es angeregt. Pardon. Und die überschüssige Energie, anstatt sie in die Stadtwerke einzuspeisen, eben miteinander zu teilen. Das würde ich sehr begrüßen. Ob das Ganze durchsetzbar ist, ist fraglich. Man müsste halt mal nachfragen bei den großen Firmen, die halt sehr viel Dachfläche zur Verfügung stellen können, ob man das Ganze, ob man das nutzen könnte, das Ganze. Ich halte es für eine sehr gute Idee, muss ich sagen, und könnte mir sehr gut vorstellen, dass die Gemeinde da als Vermittler tätig ist. Ja. Gut, gibt es weitere Fragen? Ja, wir haben Ihr Mikro. Hallo, genau. Ja. Neben mir steht Christiane Dierolf. Sie hat hier eine Frage mit Blick auf die Verkehrssituation in Laudenbach und vorab, die Frage richtet sich auch ans komplette Podium. Ja, ich würde gerne wissen, ob irgendwo noch verkehrsberuhigte Bereiche oder Spielstraßen geplant sind, weil ich es ziemlich affig finde, dass vor der Sparkasse die einzige Spielstraße ist, vor der Schule ist keine, vor keinem Kindergarten ist eine, vor keinem Spielplatz ist eine und ich finde das irgendwie suboptimal. Also mehr Spielstraßen? Also es gibt tatsächlich mehrere Spielstraßen in Laudenbach. Ich wohne auch in einer, bin allerdings auch teilweise von Raserei, will ich es mal nennen, betroffen, was ich auch nicht so gut finde. Welche Gründe jetzt es gibt, dass vor der Schule direkt nur die 30er-Zone ist, in ganz Laudenbach ist ja Tempo 30 verfügt, kann ich Ihnen nicht sagen, aber man muss einfach appellieren, an insbesondere auch an die Eltern, ihre Geschwindigkeiten einzuhalten. Der Herr Hafen hat bestimmt Ideen, wo Spielstraßen hinkommen können. Mir haben Sie ein paar gesagt. Ja, spontan würde ich jetzt sagen, tatsächlich die Gleisstraße drüben. Ja, es ist eine U-Form, es ist eine Anliegerstraße, es ist eine kinderreiche Straße. Da würde es sich zum Beispiel anbieten. Aber ich würde auch sagen, dass jeder Bürger, jede Familie, die sagt, hey, lasst uns den Vorschlag machen, einfach den Vorschlag auf den Weg bringt und wie gesagt, dann muss ich dann mit einem Gremium zusammensetzen und sagen, was ist realisierbar. Es gibt in Sicherheit die eine oder andere Straße, wo man durchaus sagen könnte, natürlich, und andere Straßen, wo man sagt, ah, vielleicht muss man da mit anderen Sachen arbeiten können. Also,
glaube, wir werden sicherlich nicht ganz Laubach zur Spielstraße machen, das ist aber, glaube ich, auch nicht ihr Anliegen gewesen, sondern wir haben das Problem, hat es ja zweigeteilt. Einmal ist das, dass die Tempo 30, haben Sie angesprochen, Verkeil, die nicht eingehalten werden, und da muss ich sagen, bin ich konservativ, also wenn Regeln da sind, dann müssen die auch eingehalten werden, und dann muss man die ja eben so oft und so viel kontrollieren, bis da keiner mehr rast. Punkt. Und was Ihre Anregung angeht, bin ich da sehr offen, gerade in den Bereichen, die Sie angesprochen haben, Schule, Kindergarten und in den Bereichen, da muss man nicht nur appellieren, sondern da sollte man dann auch an den an solche Spielstraßen denken, ja. Und ich kann Ihnen sagen, aus meiner beruflichen Erfahrung her, ist es ein zweischneidiges Schwert, weil wir sagen natürlich, wir halten uns immer dran, die Spielstraßen vor Schulen und Kindergärten sollten die Regel sein, dass die Geschwindigkeit dort wirklich die berühmten 4-7 km/h ist. Ich kann Ihnen aber auch sagen, dass schon viele Eltern in die Radarfallen reingefahren sind, der Kollegen, und das teilweise bis hin zu Fahrverboten ging, weil, was auch immer der Grund war, ja, schockierend war es in jedem Fall, sowohl für die Eltern als auch für die, die die Sachen dann später ausgewertet haben. Und bevor man jetzt nur mit Verboten arbeitet und nur über den Geldbeutel geht, muss jeder Bürger tatsächlich an sich gehen, in sich gehen und sagen, Leute, Schule, ich habe Kinder im Auto, ich habe einen Kindersitz im Auto. Wenn ich einen Kindersitz im Auto habe, heißt das nicht automatisch, wenn kein Kind drin ist, dass ich auf dem Supermarkt auf der Parkbank stelle, wo wir Mütter sind. Ja? Sondern wenn ich das Kind dabei habe und das passt, dann stelle ich mich dahin. Genauso, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin und zur Schule und zum Kindergarten fahre, sollte ich jederzeit die Geschwindigkeit haben, dass ich halten kann und nichts passiert. Ja? Und so verantwortlich ist jeder Fahrer. Ich bin dann schon für eine Ausweitung der Spielstraße. Das war ja eben die Frage der Mutter, wenn ich sie zwar auch nicht sehen konnte, aber hören konnte. Sie steht da links an der Wand hier mit den Haaren. Dankeschön. Ich wäre schon für eine Ausweitung der Spielstraßen. Ich möchte Ihnen, Herr Köpfle, allerdings mich unterscheiden, weil es ist leicht zu sagen, wir kontrollieren die Geschwindigkeiten. Und natürlich wäre das schön, aber es ist auch wichtig, dass wir dazu sagen, dass zum Beispiel eine stationäre Radaranlage 150.000 Euro kostet. Bitte lassen Sie uns auch immer über das Geld nachdenken. Wir können natürlich überlegen, ob wir Geschwindigkeitsregelungsanlagen, die also keine Radaranlagen sind, stärker installieren. Ich habe mich informiert, die liegen etwa bei 2.000 Euro das Stück. So machen das andere Gemeinden, die also nicht über Verbote gehen, sondern eben über Gebote. Eine Möglichkeit. Man kann hatte nichts über stationäre Blitzer gesagt, aber ich glaube, an einigen Orten, glaube ich, würden die sich auch bald rechnen. Man kann auch diese Blitzanlagen leasen, das geht auch, und dann die Firmen entsprechend daran beteiligen. Also die sind dann wesentlich günstiger. Beim Netto, also wenn man Netto reinfährt, da wird sich ja nie dran gehalten, das ist auch eine Dreicherzone. Was ich auch ein Unding finde, dass zum Beispiel gegenüber ist der Piratenspielplatz, da stehen meistens LKWs vor, und wenn die Kinder dann morgens zur Schule oder manchmal auch zum Sportplatz fahren oder laufen, sagen wir so, die werden dann meistens nicht gesehen, weil dann der LKW vorne dran steht. Ich habe den Sinn und Zweck nie verstanden. Warum da ein LKW parkt, der könnte eigentlich direkt dort, wo der Sportplatz ist, da ist ein Riesenparkplatz, da könnten die parken ohne Probleme. Bitte? Parken machen sie aber trotzdem. Da wäre vielleicht eine Kontrolle mal. Dann könnte man, also ich bin kein Freund von Radar oder sonstiges, man sieht es im Endeffekt, wenn man in den Odenwald fährt, da haben sie alle abgebaut. Ja? Ich würde es begrüßen, wenn man dann solche Sachen wie eine Geschwindigkeitsrolle hinmacht. Natürlich nicht die, wo wir im Kettenkieselfries hatten, wo fast das Auto weggerobbt haben. Die natürlich nicht. So wie ich würde mir das vorstellen, so wie in Hemsbach. In Hemsbach haben wir ja da, wo das Allerhauptspielplatz ist, da haben wir eine kleine Erhöhung. Und dann geht die kleine Erhöhung wieder nach unten. So was könnte ich mir vorstellen. Weil wenn du jetzt die Schnellstraße rauskommst und direkt zum Netto fährst, dann da fahren die da durch, als wäre das eine 50er- oder 60er-Zone. Ich würde tatsächlich sagen, wir fragen tatsächlich unsere Bürger,
wo die häufigsten Probleme sind an Geschwindigkeiten. Man erarbeitet ein Konzept, sowohl mit privaten Überwachungsfirmen als auch mit der Polizei, dass man im Endeffekt ein gutes Ergebnis hat, mit dem dann jeder leben kann. Und wie gesagt, auch die Spielstraßen, wenn die Vorschläge sind, sollte man die Vorschläge sammeln und auch umsetzen, wo sie umzusetzen gehen. Und wenn man wirklich Blitzapparate hinstellen möchte, gibt es auch private Unternehmen, die das Ganze dann zur Verfügung stellen. Da muss man kein Geld ausgeben. Siehe Hemsbach. Hemsbach direkt dort, wo der Aldi ist, das ist eine private Blitzanlage. Ja, ich habe dann noch eine weitere Frage aus dem Publikum. Warte. Kommt von Jürgen Weiland, seit 20 Jahren in Laudenbach. Und die Frage geht an das ganze Podium und ist eher allgemeiner gehalten. Ja, es ist eine hypothetische Frage. Stellen Sie sich vor, morgen ist Ihr erster Tag als Bürgermeisterin, als Bürgermeister. Was ist Ihre konkrete erste Aktivität, die ich zu spüren bekomme oder die wir alle hier zu spüren bekommen von Ihnen? Vorher nach der ersten Amtshandlung. Also, ja. Bevor Sie irgendetwas zu spüren bekämen, wäre für mich eine Selbstverständlichkeit, dass ich mich erstmal mit dem Rathaus-Team beschäftige und mich dort bekannt mache. Und insofern wäre das mein erstes To-Do. Ja gut, aber nein, ich dachte, der Herr meinte, was ist quasi die erste Maßnahme, die dann auch die Bürger betrifft. Also die Mitarbeiter kennenlernen und so, ich glaube, das ist klar. Aber was ist quasi das Erste, was Sie umsetzen, was die Bürger auch spüren? Okay, dann entschuldige, ich führe das gerade mal aus. Eine meiner Projekte, die ich in meiner Wahlbroschüre, die nur nicht überall ausgetragen ist, eine Herzensangelegenheit ist, ich würde sofort die Bürgerstiftung gründen wollen, die Bürger damit einbeziehen und dieses Projekt ganz konkret, weil es von Laudenbacher für Laudenbacher wäre, auch persönlich, privat und finanziell unterstützen. Herr Hafen, Sie sind morgen im Rathaus, was ist Ihre erste Amtshandlung, die er spürt? Die erste Amtshandlung, die er spürt. Ich würde tatsächlich damit beginnen, die Internetseite dahingehend so überarbeiten zu lassen, dass auch Bürgeranfragen direkt durchgestellt werden können, dass sie einen Erfolg verspüren, wenn sie A, was suchen, dass sie das finden, was sie suchen, dass sie auch den richtigen Ansprechpartner dazu haben und dass ihnen geholfen werden kann. Ja, für mich wäre tatsächlich die Bürgerbeteiligung das wichtigste Thema. Ich habe es vorhin schon mal angesprochen, ich würde noch vor der Sommerpause eine Einwohnerversammlung einberufen und auch das erste Jugendhearing durchführen. Wir haben 42 eingetragene Vereine hier in Laudenbach. Ich würde vielleicht als erstes mal hergehen und würde so eine Art Informationstag machen. Das könnte auch hier draußen an der Schule sein, dass sich jeder mal vorstellt, was wir alles hier in Laudenbach überhaupt haben. Dann würde ich hergehen und würde den Sport ein bisschen anders da ausbauen oder fragen, wie man das Ganze ausbauen könnte, weil Tischtennis nur bis zum 12. Lebensjahr hier gespielt werden kann und dann musste woanders dahin gehen. Das ist halt schade. Wir haben sehr viele aktive Jugendliche, die hier Sport betreiben. Und unsere ganzen talentierten Kinder gehen alle woanders da spielen, sei es in Heppenheim, sei es in Weinheim oder sonstiges. Und das ist halt schade. Sie würden von mir eine Einladung bekommen zur ersten Veranstaltung zum Gemeindeentwicklungskonzept Laudenbach 2040. Und zwar möchte ich gerne ein Gemeindeentwicklungskonzept anstoßen, in dem man sich mal über den Tag und über das nächste Jahr hinaus Gedanken macht, wie sich Laudenbach in den nächsten 10, 15 und 20 Jahren weiterentwickeln soll, wie man sicherstellt, dass die Versorgung vor Ort bleibt, wie man sicherstellt, dass Schul- und Bildungsangebote vor Ort bleiben, wie man sicherstellt, dass die Ehrenamtlichen gut unterstützt werden. Und das Konzept müsste professionell begleitet werden und dazu würde natürlich auch die ganze Bevölkerung eingeladen werden. Eine letzte Frage würden wir jetzt noch. Eine letzte Frage. Das Privileg hat hier Felix Lindau, der neben mir steht. Und er hat
das Oberthema, sage ich mal, Spielplätze, und seine Frage richtet sich auch an alle Teilnehmer Oberpodium. Genau. Als Familienvater habe ich die Frage, wir haben ja viele Spielplätze in Lauenbach, was gut ist. Was ist Ihr Konzept, wenn es eins gibt, oder Ihre Idee, soll in die Spielplätze investiert werden, vielleicht mit neuen Spielgeräten neue Spielplätze geschaffen werden? Soll einfach der Bestand gehalten werden oder im Gegenteil, soll das, was wir haben, dort vielleicht aus irgendwelchen Gründen reduziert werden? Also ich wäre zum Beispiel für ein Sonnensegeln direkt am Sportplatz, weil im Sommer ist es halt, da gibt es keinen schattigen Platz. In dem, was ich jetzt gesehen habe, im Kesselfließ haben sie jetzt einen Schirm gebaut, das ist alles ganz gut. Der andere Spielplatz, der an der Brücke ist, der ist schon schattig, aber mir würde halt wirklich einen schattigen Platz, also die schattigen Plätze an den Spielplätzen, das würde ich unterstützen. Also Herr Latzke ist quasi für den Bestand so zu den erhalten Bestand, und dadurch, besser dadurch, zu machen? Ja, besser, wenn die Kinder dann spielen müssen, sie nicht gleich einen Sonnenbrand bekommen. Das ist so ein kleiner... Vielleicht können wir uns, wenn wir jetzt durchgehen, dass einfach jeder sagt, ja, Bestand erhalten oder erhöhen, oder das war doch Ihre Frage, oder? Wird es mehr Spielplätze geben oder eher weniger, oder werden die wir haben, erhalten? Genau. Ich würde sagen, erstmal die wir haben, erhalten und ertüchtigen, weil es auch sehr ungleich verteilt ist, wie die Spielgeräte zum Teil aussehen auf den Spielplätzen. Ich bin neuneilig in dem Weinstraßengebiet, sage ich jetzt mal, vorbeigekommen. Da ist hinten einer, der ist schon relativ verwildert, einfach auf die Spielgeräte. Und ich glaube, da muss rein investiert werden, dass die entsprechend ertüchtigt sind und dass die Aufenthaltsqualität da einfach besser wird. Okay. Also Bestand unbedingt erhalten. Wir haben viele Spielplätze in Lauenbach, was ich sehr gut finde. Wir haben aber auch ein ganz engagiertes Bauhofteam, das sich jedes Jahr wirklich viele Gedanken macht, diesen Bestand zu erhalten. Ich kann das auch nur bestätigen, gibt der Frau Keil insofern recht, Bestand auf jeden Fall erhalten, in die Spielplätze investieren. Ich kann wie meine Vorrednerinnen und Vorredner mich nur anschließen. Für mich wird es überhaupt nicht in Frage kommen, Spielplätze zu reduzieren, sondern den Bestand erhalten. Erweitern, denke ich, da und dort wäre sicherlich schön, aber auch hier hilft wieder ein Blick in die Finanzen, und insofern, denke ich, müssen wir das bei dem, was wir haben, belassen. Wunderbar. So. Wir haben jetzt schon wahnsinnig viel gehört. Ihnen wird es gehen wie uns. Es ist sehr viel los im Kopf. Und wir möchten Ihnen jetzt und den Kandidaten noch einmal die Möglichkeit geben. Jeder Kandidat, jede Kandidatin darf sich jetzt 60 Sekunden lang präsentieren. Die Uhr läuft. Wir haben es also im Blick, überziehen gilt nicht. Und wir beginnen mit der Frau Keil. Ich darf Sie nach vorne bitten. Sind Sie bereit, Frau Keil? Okay. Dann nein, von Sie verstehen. Applaus darf sein. Genau. Frau Keil, sind Sie bereit? Ja, dann jetzt. Liebe Laudenbacherinnen, liebe Laudenbacher, es ist Zeit für einen Wechsel im Rathaus. Sie haben die Chance, am 10. November für frischen Wind, neue Ideen und eine Kandidatin zu stimmen. Für einen Politikstil der offenen Gespräche, des Zuhörens und der Transparenz steht. Wir möchten aber nicht auf die grundlegenden Voraussetzungen für das Amt des Bürgermeisters verzichten. Für eine passende Qualifikation, Fachkenntnisse in Verwaltungsfragen, auf Lebens- und Berufserfahrung, unter anderem auch in Führungspositionen, auf Netzwerke und viele Kontakte in alle Teile der Lauenbacher Bürgerschaft hinein. Das ist das Frauen sind effizient. Ja? Wunderbar. Danke, Frau Keil. Man muss es auch nicht künstlich in die Länge ziehen. Vielen, vielen Dank. So, der nächste wäre der Herr Hafen. Tja, lieber. Moment. Das geht Ihnen alles ab, die Sekunden. Hafen, sind Sie bereit? Bereit. Dann ab jetzt. Also, liebe Gemeinde, liebe Laudenbacherinnen, liebe Laudenbacher,
Sie wissen, für was ich stehe. Ich werde mich dafür einsetzen, möchte Sie auch nicht viel weiter auf die Folter spannen. Sie können mich kontaktieren. Diejenigen, die mich kennen, wissen, was sie an mir haben, hoffe ich. Die anderen werden es dann sehen. Ich freue mich auf jeden Fall für Ihre Unterstützung und wünsche Ihnen einen ganz schönen Abend. Warten, bis du abgelaufen bist. Oder gibt es. Nein, der. Okay, gut. Nee, die sehen Sie ja auch nicht, sondern sie ist hier auf dem Display. Ja, im Spiegel. Im Spiegel. Genau. Also, Herr Köpfle, bereit? Dann los. Ja, liebe Lautenbacherinnen und Lautenbacher, als allererstes möchte ich mich mal ganz, ganz herzlich bedanken bei Ihnen. Bedanken dafür, wie Sie mich und meine Frau auch hier in den letzten Wochen aufgenommen haben. Ganz egal, ob beim Bullspielen, beim Handball, beim Oktoberfest oder an der Haustüre. Lautenbach ist einfach ein ganz, ganz toller Ort und wir würden hier gerne gemeinsam sesshaft werden. Und ich möchte gerne hier Bürgermeister werden und ich bringe dazu die notwendige Kompetenz und die kommunalpolitische Erfahrung mit. Und ich biete Ihnen einen frischen Blick und neue Ideen von außen. Ich biete Ihnen und kann Ihnen versichern, dass ich das Amt des Bürgermeisters von Lautenbach immer unabhängig, überparteilig und frei von Einzelinteressen führen werde, weil es geht darum, Lautenbach als Ganzes voranzubringen und nicht für Einzelne. Und deswegen möchte ich gemeinsam mit Ihnen Zukunft gestalten und darum bitte ich Sie um Ihre Unterstützung. Vielen Dank. Der nächste ist schon unterwegs, der Herr Latzke. Warten Sie. Liebe Lautenbacher. Warten Sie eine Sekunde. Tut mir leid. Jetzt bitte. Liebe Lautenbacher, am 10. November wählen Sie Ihren neuen Bürgermeister, den ich bitte bei der Wahl um Ihr Vertrauen. Ich bin ein unabhängiger Kandidat, deshalb keiner Partei verpflichtet. Ihr Interesse liegt mir am Herzen, daher habe ich stets ein offenes Ohr für Sie. Ich handle bürgernah und arbeite gern mit Menschen zusammen. Die Zukunft unserer Gemeinde ist mir sehr wichtig. Doch eine Gemeinde besteht nicht nur aus Bürgermeistern. Gemeinsam möchte ich die Zukunft mit Ihnen gestalten und schätze die Mitarbeit jedes Einzelnen von Ihnen, denn es geht um Lautenbach. Dann blicken wir den Herrn Offner auf die Bühne. Bereit für die 60 Sekunden? Bereit. Dann los. Sehr geehrte Damen und Herren, als Parteiloser kandidiere ich für das Amt des Bürgermeisters von Lautenbach. Meine Bewerbung habe ich unter das Motto gestellt, Neues gestalten, Bewährtes erhalten. Warum? Ganz einfach. Wenn wir uns umschauen, vieles ist sehr gut in Lautenbach. Aber es gibt reichlich Potenzial für Weiterentwicklung. Als Fundament dafür benötigen wir starke Finanzen. Nur so lässt sich Wachstum generieren, ohne dass sich neue Schulden anhäufen. Mit meiner ganzen Berufserfahrung werde ich die Finanzen der Gemeinde kritisch durchleuchten und die Schulden reduzieren. Das kann ich aber nicht alleine. Das kann ich nur mit Ihnen. Und dafür werbe ich um Ihre Stimme. Ja, meine Damen und Herren, jetzt sind wir tatsächlich am Ende unseres Wahlforums der Weinheimer Nachrichten angelangt. Und ich muss Ihnen sagen, es hat uns beiden wahnsinnigen Spaß gemacht. Sie waren ein tolles Publikum. Für gute Fragen habe ich noch nie bei einem Wahlforum aus dem Publikum gehabt. Wirklich Respekt. Nein. Hans-Peter, es ist wirklich so. Es hat auch Spaß gemacht. Und ich habe schon mehr gemacht, das kann ich sagen. Ja. Toll, es hat Spaß gemacht mit den Kandidaten, auch an die vielen, vielen Dank, dass Sie hier gekommen sind auf unsere Bühne. Ich möchte mich ganz kurz noch bedanken bei der Gelegenheit beim Förderverein der Grundschule, der sich für die Bewirtung, der sich bereit erklärt hat, die Bewirtung zu übernehmen, bei Jörg Wiegand für die Soundtechnik, die super funktioniert hat, bei meinen Kollegen Sandro Furlan und Paul Plästerer für die Co-Moderation im Publikum und ein Dankeschön auch an den Thomas Rittelmann, an unseren
Fotografen, der all das erstellt hat, was Sie auf den Displays gesehen haben. Und natürlich bei der Feuerwehr, die aufgepasst hat, dass hier alles drin ist. Ganz, ganz wichtig. Und, ja. Also mir bleibt zum Abschluss auch nur noch ein Hinweis, dass es am 10. November wirklich um alles geht in Lautenbach. Es ist ein wichtiger Tag. Da geht es um die Zukunft Ihrer Gemeinde. Denken Sie daran, in anderen Ländern wird gerade davon, wird dafür gekämpft, dass man wählen kann. Nehmen Sie bitte, gehen Sie wählen, machen Sie Gebrauch davon und haben Sie einen schönen Abend und einen guten Weg nach Hause.